Ja, willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Hendrik Theiner. Ich bin die Vicky Dio. Hendrik, du bekommst auch Applaus da hinten, glaube ich. Von hier vorne auch. Genau, ich bin die Vicky Dio und wir freuen uns sehr, euch zu dieser Tagung begrüßen zu dürfen und möchten euch jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen ins Tagungsthema einführen. Die HBO-Serie Succession, auf Deutsch Nachfolge, dreht sich um die Familie Roy. Eine fiktive Familie mit globalem Medienimperium, ein paar Nachrichtensender, ein paar Unterhaltungssparten, ein Online-Spin-Off und weitere kleinere Medien. Das Familienoberhaupt Logan Roy ist ein eiskalter Unternehmer, dem nichts zu schade ist, um sein globales Medienimperium auszuweiten. Er nutzt Mittel der unternehmerischen Macht, der politischen Macht, ruft beim US-Präsidenten an, um das den Medienkonzern global aufzustellen. Der Rest der Familie, seine Kinder, nicht weniger Macht besessen, vielleicht mit anderen Mitteln, nicht weniger Macht besessen, kämpfen ihrerseits um Einfluss und Macht im Unternehmen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil Unterhaltungsserien mittels Fiktion, mittels Schauspiel, mittels Übertreibung uns eigentlich, glauben wir, in eine Welt einführen können, die uns verschlossen bleibt. Wer von euch, kurz Hände hoch, wer von euch besitzt einen globalen Medienkonzern? Okay. Ja, also mit dem Mittel der Fiktion lernen wir irgendwie, wie diese Unternehmen ticken, ja? Und wie diese Eigentümer ticken. Von Succession können wir lernen, welche Macht mit dem Besitz eines globalen Medienkonzerns einhergeht. Wir können lernen, welche Gefahr von überreichen Medienmongolen ausgeht. Wir können lernen, wie absolute Kontrolle über das Unternehmen mit dem Verbreiten, mit dem Verändern globaler Narrative einhergeht. Wir können lernen, dass ökonomische Macht und politische Macht immer zusammengehören. Die realen Vorbilder, so wie ich, von Succession, haben wir aber gleich vor Augen. Es sind MedienunternehmerInnen wie Rupert Murdoch, Axel Elfriede Springer, aber eben auch die MedienunternehmerInnen des 21. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg, Elon Musk oder René Benko. Hat jemand Bu gesagt? Es ergibt sich die Frage, welche Einflüsse MedieneigentümerInnen auf journalistische Berichterstattung haben. Auf struktureller Ebene lässt sich beispielsweise auch weiterfragen, welche Vor- und Nachteile unterschiedliche Formen des Medieneigentums haben und welche Abhängigkeiten existieren. Sorry, ist keine PowerPoint-Präsentation, ist noch analog. Mit dem Aufkommen des Plattformkapitalismus und neuer technischer Möglichkeiten zur Nutzung von Medien und IT-Infrastruktur ergibt sich auch die Frage, ob und wie die kritische Kommunikationswissenschaft Eigentum versteht und konzeptionalisiert. Böse Zungen behaupten ja, die Kommunikationswissenschaft sei eigentumsvergessen. Ich glaube, wir können ihnen die des Besseren belehren. Genau. Letztlich stellt sich auch die Frage der Alternativen zu privatwirtschaftlichen, kapitalistischen Medienunternehmen und wie die monopolistischen Medienmärkte entflochten werden können. Solche und viele weitere Fragen stehen im Zentrum dieser Tagung und werden hier von euch, unseren wunderbaren Panelistinnen und wunderbaren TeilnehmerInnen, erforscht und ergründet. Und wir sind überglücklich, dass so viel Interesse für dieses Tagungsthema existiert. In diesem Sinne dürfen wir euch im Namen des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft und des Departments Volkswirtschaft hier auf der Wirtschaftsuni Wien willkommen heißen und freuen uns, dass ihr da seid. Wir kommen gleich zum Panel. Wir haben noch ein paar organisatorische Hinweise und Sachen, die wir sagen wollen, damit diese Tagung wirklich ein wirklich voller Erfolg wird. Genau, ich fange mal direkt an. Also das ist ja schon die vierte Tagung des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft. Yeah.
Neben dem Organisieren von Tagungen wie dieser machen wir auch Online-Events wie die Krikubi Talks, die hoffentlich alle von euch kennen. Wir publizieren zusammen, wir treffen uns, wir ziehen uns gemeinsam zurück, wir machen Retreats, wir sind auch außerhalb der Wissenschaft aktiv. Und in gewisser Weise sind wir aber alle das Netzwerk. Alle, die wir hier sind, alle, die wir auf der Tagung vortragen, alle, die wir hier dabei sind. Und in dem Sinne wollen wir euch einladen, wirklich auch teilzuwerden, mitzumachen, mitzuorganisieren und auch die Zukunft zu gestalten. Und falls ihr Interesse habt, freuen wir uns, euch in der Mittagspause, Freitag und Samstag zu begrüßen. Hier gibt es ein kleines Netzwerktreffen. Wir sitzen einfach zusammen, essen was und schauen, wie die Zukunft läuft. Also falls euch das interessiert, kommt dahin, steht im Tagungsprogramm. Der morgige Tag beginnt auch wieder hier im Festsaal 2 mit einer Keynote von Sabine Nuss und von Andrea Griesold. Der Rest des morgigen Tags ist im AD-Gebäude, das ist das mit diesen Holzpaneelen und das ist so bunt, das findet ihr. Und der morgige Tag ist auch im EA, das ist so schwarz, das nennen wir hier auf der WU den Todesstern, das ihr kennt. Falls ihr verloren geht, einfach irgendwen fragen, alle kennen sich aus, fragt nach AD, fragt nach EA, fragt nach LC. So. Guckt ins Tagungsprogramm, ihr findet es. Ja? Dann möchte ich auf die Netiquette hinweisen, auf die gemeinsamen Verhaltensregeln. Sie sind Grundlage unserer Tagung, sie sind Grundlage des gemeinsamen Diskutierens, des gemeinsamen Vortragens, des gemeinsamen Redens. Sie sind ein Programmheft, schaut es euch an. Genau. Und ein letztes, dann gebe ich an Lubia, zur Corona-Prävention. Wie ihr alle mitkriegt, sind an der WU gibt es keine Maskenpflicht. Wir weisen darauf hin und sind dafür, dass Leute Masken tragen. Es gibt Masken auch in der Infozentrale, holt euch welche ab, da gibt es FFP2-Masken in superschönen Krikubi-Farben. Ja? Also, falls ihr eine Maske wollt, gibt es da genug. Und, genau. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Symptome habt, kommt nicht zur Tagung. Macht einen Test, bleibt zu Hause, schreibt uns, wer mein Corona-Beauftragter ist, bin ich. Schreibt mir, wenn es irgendwas ist, sprecht mich an. Wir haben einen Nebenraum, wo man euch auch hinlegen kann oder so. Genau. Also, weil Corona ist nicht vorbei, das wissen wir alle. Wir können entspannter damit umgehen, weil die Zahlen anders sind als noch im Winter. Aber wir wollen trotzdem, dass das hier kein Riesencluster wird, okay? Dann auch noch ein weiteres sehr wichtiges Motto für diese Tagung: volle Räume sind voll. Wenn es keine Sitzplätze mehr gibt, dann stellt euch bitte nicht in die Gänge, steht nicht vor irgendwelchen Türen, weil die Wirtschaftsuniversität hier verfolgt strikte Brandschutzregeln und die kontrollieren auch die Auslastung der Räume, wurde mir gesagt. Genau. Wenn ihr Fragen habt, Hendrik hat sie schon erwähnt, könnt ihr zur Infozentrale gehen. Das ist auch im AD-Gebäude, das steht auch bei euch im schönen Programmheft im Raum AD0.089. Dort wird euch geholfen. Das ist ein bisschen ein Slogan auch. Das lohnt sich auch sonst, weil wir haben da auch einen sehr spannenden Büchertisch und einen Stand der Otto Brenner Stiftung eingerichtet. Dann die letzte Regelung quasi noch, weil wir so schön selbstkritisch sind auch, haben wir eine Feedbackbox eingerichtet in der Infozentrale. Und da könnt ihr Kommentare hinterlassen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge für die Tagung, aber auch darüber hinaus. Genau. Und zu guter Letzt darf ich bei allen bedanken, ohne die diese Tagung nicht möglich gewesen wäre. Das ist zuallererst unsere UnterstützerInnen, die Arbeiterkammer Wien, die Otto Brenner Stiftung, Transform Europe, die ÖH, Jesus, der Westend Verlag, Nomos Verlag, Herbert von Harlem Verlag, Mandelbaum, Transkript, der Dietz Verlag und natürlich das Department Volkswirtschaft. Und beim Department Volkswirtschaft möchte ich insbesondere Conny und Evelyn danken, ohne die wäre wirklich hier nichts passiert. Versprochen. Dann möchte ich mich bei euch bedanken, unseren Keynotes, unseren Vortragenden, unseren Moderatorinnen, unseren TeilnehmerInnen. Ohne euch wäre es offensichtlich auch nichts geworden.
Dann bedanke ich mich bei unseren Helping Hands und bei unserem Videoteam. Die großen Panels werden aufgenommen, die haben wir dann hinterher und können sie online stellen, das ist auch super. Und dann möchte ich mich noch beim Catering bei Vita Brings bedanken, das war das, was wir schon genießen durften. Und morgen in den Pausen gibt es dann zwischendurch noch Catering vom Library Café, das lohnt sich auch. Und zu allerletzt wollen wir uns natürlich auch bei unserem Krikowi-Orga-Team bedanken. Und ich bitte die Leute jetzt auch gerne kurz auf die Bühne, damit ihr die auch alle seht und die schön anapplaudieren könnt. Dann wisst ihr, wen ihr da nerven könnt, wenn ihr Fragen habt. Sprechen so, einfach. Einfach ansprechen. Aber ich übergebe jetzt gerne an Kieran. Ja. So, ich darf das Panel hochbitten. Wir haben jetzt schon ganz viel geklatscht. Ich hoffe, ihr klatscht am Sonntag, am Samstag auch noch nach dem Ende der Tagung. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zur vierten Konferenz des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft unter dem Titel Eigentum, Medien, Öffentlichkeit. Wir diskutieren heute unter dem provokanten Motto Facebook, Springer und Co. enteignen? Fragezeichen. Wir hatten im Orga-Team eine Diskussion, ob wir ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen machen sollen. Ich glaube, das können wir heute auch diskutieren. Und eigentlich hätten wir den Titel mittlerweile auch erweitern können um Elon Musk, der für läppische 44 Milliarden Dollar Twitter kaufen will. Mein Name ist Kerem Schamberger. Ich bin schon sehr lange im Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft und habe vor 2 Monaten die Wissenschaft verlassen und arbeite seit Anfang März bei Medico International, einer linken Hilfs- und Menschenrechtsorganisation in Frankfurt am Main, als Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich bin immer noch Teil des Orga-Teams. Mal sehen, wie lange noch. Auf jeden Fall diese Konferenz ganz sicher. Und es freut mich, heute zusammen mit Nina Holacek moderieren zu dürfen. Ja, von mir schon guten Abend. Jetzt aber. Auch von mir schönen guten Abend, mein Name ist Nina Horacek, ich bin die Handwerkerin in der Runde, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin Journalistin, ich bin Chefreporterin der Wochenzeitung Falter im Privatbesitz und trotzdem darf ich schreiben, was ich mag. Ein Glück, dass nicht alle haben in meiner Branche und ich freue mich heute hier moderieren zu dürfen. Wir stellen kurz mal unser Podium vor. Wir werden zuerst hier am Podium diskutieren und dann gibt es auch noch viel Zeit für Ihre Fragen oder Diskussionsbeiträge. Sabine Nuss ist Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags, wo die Marx-Engels-Werke erscheinen. Sie ist Autorin von, passend zum Thema, Keine Enteignung ist auch keine Lösung und hat früher mal für Springer gearbeitet. Hallo! Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Nafisa Hasanova. Sie arbeitet beim Projekt Media Ownership Monitor, das sich mit weltweiter Medienkonzentration beschäftigt und diese auch kritisch analysiert. Dieses Projekt ist angegliedert an das Global Media Registry. Und davor hat sie bereits mehr als 10 Jahre als Projektmanagerin für viele verschiedene europaweite Initiativen gearbeitet, unter anderem auch für Reporter ohne Grenzen. Ich begrüße
Leonard Dobusch. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Momentum-Instituts, einem österreichischen Think Tank für eine nachhaltigere und gerechtere Gesellschaft. Das Think Tank der vielen. Hallo. Ja, wir hatten auch monatelang daran gearbeitet, jemand aus der EU-Kommission hierher zu bekommen von der Stelle Audiovisual and Media Policy. Wir hatten erst eine Zusage und dann leider wieder eine Absage. Wir wissen nicht warum, aber finden es sehr schade, dass eine Europavertreterin heute nicht hier unter uns sein kann. Ja, vielleicht am Anfang einen kurzen Input von Nina und mir, warum wir diese Veranstaltung heute so konzeptioniert haben. Ich glaube, die Skandale von Facebook, heißt ja mittlerweile Meta, Springer und anderer Monopole in der letzten Zeit machen die Dringlichkeit, diese Frage zu diskutieren, sehr deutlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Facebook-Files vom Oktober letztes Jahr. Die haben den Machtmissbrauch dieses riesigen Konzerns nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Zur Erinnerung. Meta hat die Macht seines Netzwerks genutzt, um bei PolitikerInnen zu lobbyieren. Es ging um gute Gesetze für Facebook im Tausch für Reichweite ihrer politischen Botschaften auf der Social-Media-Plattform. Da ging es um Trump in den USA, da ging es um Indien, die BJP-Regierungspartei, die ihre Hetze gegen Musliminnen und Muslimen verbreiten konnte. Aber auch zum Beispiel kurdische Inhalte werden auf Facebook zensiert, damit die türkische Regierung ein wohlgesonnener Geschäftspartner bleibt. Deutlich wurde, dass Facebook entscheiden kann, welche Inhalte auf seiner Plattform zirkulieren dürfen und welche nicht. Und das ist nicht nur abhängig davon, von den ohnehin sehr fragwürdigen internen Löschregeln und Algorithmen, sondern, wie wir gelernt haben, auch von politischen Überlegungen. Und das stellt eine unglaubliche politische Macht da, weil Plattformen wie Facebook mittlerweile zu einem elementaren Teil der Öffentlichkeit geworden sind. Und letztlich geht es Konzernen wie diesen immer um die Schaffung guter Bedingungen, um den eigenen Konzernprofit weiter steigern zu können. Uns hingegen, und das können wir heute auch diskutieren, könnte oder sollte es um die Rückgewinnung von Datensouveränität gehen. Also darum zu wissen, was die Algorithmen mit uns machen, wie sie die Öffentlichkeit strukturieren, in der wir uns aufhalten. Also, welche Lösungen kann man für diesen Widerspruch zwischen Profitstreben auf der einen Seite und Autonomie und demokratischen Zugang zu solchen Datenkonzernen finden? Und deshalb haben wir dieses Panel auch Facebook enteignen Fragezeichen genannt. Und wie ist dann die Verbindung zwischen Springer und Facebook? Diese beiden Konzerne haben wir natürlich nur exemplarisch in den Titel dieser Veranstaltung genommen, weil sie sehr bekannt sind. Ich meine, wenn man sich Facebook anschaut, dann sieht man, dass dieser Datenkonzern den Journalismus umarmt, zum Beispiel durch Ausbildungsmöglichkeiten für Journalisten, durch Finanzspitzen für einzelne Medien, durch die Abschöpfung von Werbebudgets bei normalen Konzernen, die dann nicht mehr bei Medien ihre Werbung schalten. Ihr habt in eurer Anmeldemappe diesen aktuellen Report Digitaler Kapitalismus, die Macht globaler Technologiekonzerne vom Institut für Soziale und Ökologische Wirtschaftsforschung, geschrieben von Mandy Tröger, die auch bei uns im Netzwerk ist. Da könnt ihr mal reinschauen, weil da geht es genau um diese Verstrickung von Journalismus und Datenkonzernen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, geht es nicht nur um alte Medien versus neue Datenkonzerne, sondern um die Verschränkung von alten Medien und neuen Datenkonzernen, denn sie bewegen sich aufeinander zu und sollten und werden heute Abend auch gemeinsam diskutiert werden. Und deshalb haben wir in den Titel eben auch Springer enteignen Fragezeichen übernommen. Hier haben wir den Begriff der 68er-Bewegung aufgegriffen. Es ist also kein neuer, aber ich glaube, er ist aktueller denn je. Nina hat mir in der Vorbereitung gesagt, du musst in Österreich erklären, was Springer enteignen bedeutet, was das eigentlich damals war. Also zur Erinnerung, neben der Solidarität... Ich wusste nicht, dass so ein gut informiertes Publikum kommt. Also nur zur Erinnerung, neben der Solidarität mit dem Vietcong im Vietnamkrieg ist enteignet Springer eine der zentralen Losungen der 1968er-Bewegung vor 54 Jahren gewesen, weil man in diesem Konzern damals schon
inklusive seiner geballten Medienmacht eine Gefahr für die Demokratie gesehen hat, weil die rechtskonservative Bild-Zeitung damals klar Front machte gegen alles Progressive und mit ihrer Berichterstattung auch einen gewissen Anteil zum Beispiel an Mordanschlag auf Rudi Dutschke hatte. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt den letztjährigen Skandal um Julian Reichelt anschaut, dann sieht man, welche Atmosphäre in dieser Zeitung, in dieser Bild-Zeitung nach wie vor herrscht und wie kritische Berichterstattung dazu erschwert wird. Aber wir sind in Österreich, deshalb würde ich jetzt nicht dieses Reichelt-Beispiel weiter bedienen und an Nina übergeben, die mit ein paar österreichischen Beispielen aufmachen wird. Genau, weil Medienskandal, das können wir auch. Nicht eine große, wir haben unsere eigenen. Und auch die muss ich natürlich groß erklären. Da war zum Beispiel die Inseraten-Affäre um die Boulevardzeitung Österreich, wo ermittelt wird, ob die Gratiszeitung Österreich eine sehr freundliche Berichterstattung gegenüber dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz von den Konservativen veröffentlicht hat und gefälschte Umfragenergebnisse veröffentlicht hat, die den Kanzler, also damals noch nicht Kanzler, sehr gut ausschauen ließen, was ihn dann auch in weiterer Folge dazu geführt hat, dass er Kanzler wurde. Und es gab zufälligerweise auch sehr viele öffentliche Inserate in dieser Zeitung, weil das Volk muss informiert werden von der Regierung. Dafür ist sehr viel Geld geflossen. Das ist jetzt Sache der Strafbehörden, da zu ermitteln. Ich sage es brav dazu, es gilt die Unschuldvermutung, aber das hat uns sehr beschäftigt in den vergangenen Monaten. Und auch die Chats, die da im Zuge veröffentlicht wurden, haben doch auch den Eindruck entstehen lassen, dass es für eine, sagen, Inserate doch vielleicht das eine oder andere freundliche Wort in einer Boulevardzeitung geben kann. Und das zeigt natürlich auch die Macht eines Mediums, den Einfluss auch auf die politische Meinungsbildung in der Bevölkerung und die Wichtigkeit der Frage, wem Medien eigentlich gehören. Was in dem Fall Österreich besonders markant ist, ist, dass es ja auch in Richtung Wissenschaft sich der Skandal weiterzieht. Und zwar, dass die Meinungsforschung, ich würde sagen Teile der Meinungsforschung in Österreich in diesen Skandal involviert ist. Also wir haben es mit einem sehr verstrickten Komplex zu tun. Und weil uns nicht fad ist in Österreich, haben wir schon eine nächste Affäre, diesmal wieder Inserate, diesmal im Bundesland Vorarlberg. Das wäre immer so, was gelernte Österreicherinnen und Österreicher als brav und bieder abgespeichert haben, ohne jetzt irgendwelche Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im Raum beleidigen zu wollen. Auch hier hatte ein politischer Akteur, und zwar der Wirtschaftsbund, oder hat ein Magazin und dieses Magazin hat in hohen Mengen Inserate lukriert, die auch was gekostet hat, teils aus öffentlichen Geldern finanzierte Inserate. Und da steht sozusagen im Raum, dass das wieder ein bisschen zurückgeflossen ist an die konservative Partei. Auch das wird untersucht, auch hier wird geprüft, das Finanzamt prüft gerade den Wirtschaftsbund und das Interessante für Österreich ist, wir sind ohnehin schon das Land mit einer sehr großzügigen Parteiförderung. Anscheinend reicht das nicht. Ja, und da sind wir wieder bei der Frage, gerade in Österreich, wenn man die Medien anschaut, hat der Einfluss von Regierungen ist jetzt einfach sehr stark. Wir haben eine Presseförderung, die man in der Form in Deutschland nicht kennt. Die ist aber nicht, die macht sozusagen auf Wienerisch gesagt das Kraut nicht fett, sondern wir haben eine nicht ganz offizielle Medienförderung in Form von Inseraten, die aber nicht nach Qualitätskriterien vergeben werden, sondern nach Gutdünken und Überraschung, Überraschung, sehr viel oder der Großteil fließt in den Boulevard. Das heißt, hier gibt es doch einen starken Einfluss des Staates auf die Finanzierung von Medien und das vor allem in den kommerziellen Medien, natürlich auch im ORF. Und nur vielleicht ganz ein Hinweis, wenn im Titel provokant von einer Enteignung die Rede ist, dann muss es nicht unbedingt Verstaatlichung heißen, sondern könnte auch Vergesellschaftung, Sozialisierung und so weiter. Darüber werden wir heute auch diskutieren. Aber jetzt würde ich sagen, eben nicht mehr wir, sondern also du nochmal und dann die anderen.
Genau, ihr werdet ja auch gemerkt haben, dass Facebook, Springer und Co. enteignen euch vielleicht auch an eine Kampagne aus Berlin erinnert. Und zwar die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die letzten September mit fast 57% der Stimmen gewonnen hat. Es war ein Volksentscheid. Es ging darum, dass Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet bzw. vergesellschaftet werden sollen. Das hat eigentlich gezeigt, dieses überraschende Ergebnis, dass Enteignung im Diskurs kein Tabuwort mehr ist. Österreich ausgenommen. Das haben wir einstudiert, ja. Die heilige Kuh des Privateigentums kann mittlerweile offenbar offener diskutiert werden, auch wenn es dagegen natürlich heftigen Widerstand gibt. Und meine erste Einstiegsfrage an das Podium wäre, sollte man heute die Kampagne Enteignet Springer neu aufrollen und auf erweiterte Basis aufziehen, nachdem in Berlin Deutsche Wohnen und Co. so erfolgreich war, ist so eine Kampagne zum Beispiel für Österreich überhaupt vorstellbar? Leonhard Dubusch, was sagst du zu dieser Forderung nach Enteignung? Ja, also in diesem Raum ist, glaube ich, den allermeisten Betteridge Law bekannt. Nicht? Jede Überschrift bezieht sich vor allem auf quasi Überschriften in Medien. Ich würde es jetzt aber mal erweitern auf Überschriften von Tagungen oder von der heutigen Panel. Jede Überschrift, die mit einem Fragezeichen endet, kann mit dem Wort Nein beantwortet werden. Und auf diese Frage bezogen, ja, also wenn ich das jetzt mal als Überschrift für diese Diskussion sehe, dann glaube ich, und das soll nicht der Zeit sein, wir werden dann noch über, im Detail, glaube ich, darüber reden, ob Enteignung ganz allgemein und was man dann weitermachen könnte, eine Antwort sein könnte, dass darauf wäre es vielleicht zu früh gesagt, aber ich glaube, nur Deutsche Wohnen enteignen ist kein gutes Vorbild, ja, für diese Debatte, weil wirklich das komplett anders gelagert ist, auf ganz, ganz vielen Fällen. Wir haben es bei der Wohnpolitik, gerade hier in Wien ist das sehr bekannt, mit einem sehr kommunalen Phänomen zu tun, ja, wo auch kommunale Politik sehr, sehr großen Einfluss hat. Ja, 40% des Wohnbaus in Wien ist im öffentlichen Eigentum und oder genossenschaftlich. Das auch in Berlin war das ja mal viel anders, bevor man es verprivatisiert hat. Es gibt auch nicht dieses, das Problem, wenn man so will, was man nach einer Enteignung tut, ja, weil dann wird es halt überführt in gemeinnützige Wohnbauträger oder in Gemeindebauten, kommunales Eigentum. Und das ist jetzt nicht so, wo man dann ein Folgeproblem hätte, wie wenn man Medien verstaatlicht. Also schon in der Eröffnungsstatement hat Nina gesagt, naja, verstaatlichen ist vielleicht doch nicht das Geile, wenn wir gerade vorher hören, dass der Staat, staatliche Stellen, staatlich Mächtige zu viel Einfluss nehmen, übrigens auch hatte auf private Medien, dann kann ich mit Verstaatlichung das nicht lösen. Also, schön. Deshalb, ich glaube, und das Dritte kommt noch dazu, dass gerade die Plattformen, die wir da besprochen haben, Facebook und so weiter, eben globale Konzerne sind. Ja? Also auch da, wer enteignet da wen? Ja? Also hätte die Enteignung von Facebook ein republikanisch geführtes USA, eine US-Regierung durchführen sollen? Ich weiß nicht, ob das ein so wünschenswerter Zustand gewesen wäre. Und dann der letzte Punkt noch. Ich glaube, es ist bei Medien, dann handelt es sich trotzdem um andere Unternehmen als Wohnen. Es Wohnen nach dem Grundbedürfnis und Medien könnte man sagen als Grundbedürfnis, freie Medien, vielfältige Medien für eine demokratische Öffentlichkeit. Ja. Aber gleichzeitig ist es so, dass Medien, vor allem wenn es um ihre eigenen Belange geht, teilweise auch sehr spezifisch berichten. Ja. Also wir erinnern nur an so Kleinigkeiten wie die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger, wie auf einmal die redaktionelle Berichterstattung in diesem Thema dann ganz anders ausgefallen ist. Das heißt, Deutsche Wohnen enteignen war den Medien eher wurscht. Deutsche Medien enteignen wird den deutschen Medien alles andere als wurscht sein. Insofern ist das auch einfach ein schlechter Vergleich. Also ich würde sagen, vielleicht gibt es Gründe, Deutsche Wohnen enteignen ist ein schlechter Vergleich. Aber was definitiv ein Problem ist, ist die Monopolisierung. Da wollte ich fragen, Nafisa Hasanova, wie ist denn da der Status quo im Moment? Quer in Europa und vielleicht besonders mit Schwerpunkt auch auf Deutschland und Österreich. Nur zur Information, spricht perfekt Deutsch, ich würde gern so Englisch können, aber wir haben uns sonst ausgemacht, sie will lieber auf Englisch sprechen. Aber ja, und ich gebe mein Mikro her, wenn ich es wieder zurückkriege. Es gibt noch eins, okay, dann halte ich ganz fest. Dankeschön.
dass ich auf Englisch sprechen darf. So in my work on media ownership that I've been doing since 2016, we've never really focused on Europe or Germany or Austria, mostly because our funds were coming from BMZ, and so we had to spend it also in the Global South. So most of my experience would be from the Global South, and I'm happy to share some of my observations about it. But some of maybe the impressions that I have about European media market is that, yes, there is concentration of media in Europe, and I even assume that a lot of trends of media concentration in India, in Sri Lanka, in Albania, Serbia, all the countries that I've personally lived in and investigated media ownership in, are also learning a lot from the Western countries about corporatization of media and further concentration, of course. However, I think in case of Germany at least, there's one aspect which I would say is a positive aspect, and that is the role of the public service broadcaster, which has over 40% of audience share, I think even 48-49%, which is quite a significant share. I mean, when I researched Ukrainian, Serbian, Sri Lankan, Indian markets, public broadcasters would usually have less than 1% or between 1 and 2% of audience share, and that's ridiculous. And of course, in some of the regions, these media outlets would have would be the only source of news. I mean, especially if you think about Indian villages that would have access to only radio, for instance. Then the fact that it's so close to the government would be a huge problem. So in that sense, the strength of the public broadcasters and the oversight that these public broadcasters have to have the internal diversity of issues and really serving the public with their work does provide some sort of softening effect, let's say, in the field of concentration. I think there's another problem with monopolisierung, let's say, within the distribution for media, but that is more of a global effect, and that would be the social media platforms such as Facebook and Twitter and Google and other companies that would use the media outlets that would have to be drawn into these social platforms in order to reach their audiences. And of course, they produce all the content and pay for it, whereas Facebook and others, they do not create any content. And that creates a huge problem in less, I don't want to say developed, but in less regulated markets, such as Sri Lanka, for instance. And it would give huge advantages to bigger companies and be very difficult for smaller companies to survive without Facebook and stuff. Yeah, I think that would be all that I would say about it. We have a very specific methodology to measure media concentration, and for that I would need certain data which I don't have access to at the moment in Germany or Austria. I promise when we do this study in the EU, we'll be able to hopefully have another event like this. Thanks a lot. Vielen Dank. Onus, welche Gefahren der Monopolisierung der medialen Öffentlichkeit sehen Sie? Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurück und auch mal was zu dieser Enteignungsfrage sagen. Da wäre vielleicht schon die erste Kontroverse. Ja, dann gerne. Aber nicht nur, ich stimme auch in einigen Punkten zu. Ich möchte aber vielleicht noch mal ganz kurz was vorausschicken, weil
das jetzt ja auch in der Vorstellung auch schon angesprochen wurde. In der Tat muss ich das vielleicht hier auch nochmal ganz kurz ein bisschen offenlegen, bin ich ehemalige Springer-Journalistin. Ich habe ein Volontariat gemacht auf der Axel Springer Journalistenschule, das ist schon sehr lange her. Und ich bin derzeit in einem Sabbatical und ich habe mich total gefreut. Ausnahmsweise mache ich das jetzt hier, weil eigentlich würde ich jetzt im Sabbatical nicht sozusagen arbeiten, weil nämlich das Interessante jetzt aus meiner Perspektive ist, jetzt mal aus so einer ganz persönlichen biografischen zusammenzubringen, die journalistische Erfahrung, die ich bei Springer gemacht habe, mehrere Jahre. Ich war 2 Jahre bei der Bild-Zeitung, ich war Bild-Reporterin. Danach habe ich Jahre später promoviert zum Thema Eigentum. Jetzt bin ich Herausgeberin der Marx-Engels-Werke und das fand ich so eine nette Tagung, um, das ist echt eine Premiere für mich, ne? Um quasi diese vielfältigen, für manche Leute schwer erklärungsbedürftigen berufliche Laufbahn mal irgendwie einfließen zu lassen in einen Vortrag. Insofern habe ich mich sehr gefreut und habe diese Ausnahme trotz Sabbatical hier gemacht. Das wollte ich nur noch mal kurz sozusagen transparent machen. Noch eine Kleinigkeit, kleine Anekdote. Als ich damals bei Springer Volontärin war, das war wirklich sehr lange her, das war sozusagen zu meinem großen Glück noch vor dem Internet. Es wäre für mich ein absolutes Elend, wenn meine ganzen Bild-Zeitungsartikel im Netz wären jetzt. Ich bin heilfroh, dass der Springer Verlag die alten Bild-Zeitungsartikel nicht archiviert, ja, also digitalisiert. Ja. Also bitte, bitte niemanden auf die Idee bringen. Ja. Das wäre echt eine absolute Blamage. Aber was ich ansprechen möchte, auch nochmal als kleine Anekdote, die ich hier mit reingeben möchte. Ich musste damals natürlich als Volontärin bei Springer auch einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und ich habe mit diesem Arbeitsvertrag eine politische Haltung mit unterschreiben müssen. Und das war bei Springer, meiner Erinnerung nach, ich kann wirklich nicht mehr sagen, wie das heute ist, damals, ich kann mich noch erinnern, habe ich unterschrieben, dass ich als Journalistin für das Existenzrecht Israels eintrete und dass ich für die freie Marktwirtschaft bin. Ja. Ob ich das heute, also erste Jahr, aber ob ich das zweite heute noch so unterschreiben würde bei meiner Kritik an Marktwirtschaft, bin ich mir nicht sicher. Aber ich wollte nur sagen, Medienhäuser sind Tendenzbetriebe, manchmal explizit, manchmal implizit. Es gibt einen Meinungskorridor, ne? Und da fängt es dann auch schon an mit dem Problem. Das wollte ich nur mal kurz vorausschicken. Dann habe ich ja jetzt dieses Buch publiziert, viele, viele Jahre später, zum Thema Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Und ich finde es lustig, dass ich heute als ehemalige Springer-Journalistin auf einem Podium sitze, was die Überschrift hat, Enteignet Springer. Ja, also das hätte ich mir damals nicht träumen lassen und wahrscheinlich auch gar nicht verstanden. Aber ich finde auch, und da würde ich jetzt Leonard auch zustimmen, ist der Vergleich mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen hinkt natürlich in verschiedener Hinsicht. Ja. Zum einen muss man sich überhaupt erstmal darüber klar werden, und das schien mir jetzt, da wäre jetzt meine Kontroverse auch gerade in dem Statement ein bisschen untergegangen zu sein, was ist eigentlich Enteignung? Ja, alle reden darüber, es ist ein Begriff, der seit ein paar Jahren erst im öffentlichen Diskurs überhaupt wieder Thema ist. Ja. Er polarisiert, es ist ein sehr schillernder Begriff Enteignung und es gibt am Ende, so habe ich das zumindest in meinem Buch versucht zu systematisieren, kann man sagen, gibt es im Grunde genommen mehrere Probleme, die mit dem Begriff einhergehen. Das eine ist, er hat auf jeden Fall eine historische Erblast in der Wortbedeutung, ne? Also dazu muss ich glaube ich nicht viel sagen. Enteignung ist auch eine Praxis von Unrechtsregimen, ja. Enteignung hat irgendwie bei vielen, vielen Leuten, vielleicht jetzt nicht in dem urbanen Zentrum Berlin, aber wenn ich mit meinem Buch, also in der Fläche sage ich immer, auf dem Land bin und dort Lesungen mache, da sind die Leute völlig erschrocken, weil sie mit Enteignung auch etwas assoziieren, was eben ein Eingriff in die persönliche Integrität ist. Wenn mir mein Fahrrad geklaut wird, ist das einfach scheiße. Man will nicht, dass einem was weggenommen wird. Das sind Sachen, die in diesem Begriff aufgespeichert sind, das muss man dann immer ein bisschen runterholen und muss sagen, jetzt mal cool bleiben, was ist eigentlich überhaupt Enteignung? Und 3 Bedeutungen habe ich ausgemacht. Die eine Bedeutung ist ein reiner Kampfbegriff, der keinen juristischen Sachverhalt zugrunde liegen hat. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn Sarah Wagenknecht, muss ich glaube ich hier in Österreich nicht erklären, wer das ist, trotzdem ich in Österreich bin, ja. Sarah Wagenknecht zum Beispiel sagt, dass die Kürzung der Löhne in den letzten Jahren eine Enteignung der Arbeiterinnen und Arbeiter ist. Das ist natürlich Quatsch, das ist natürlich scheiße, aber es ist keine Enteignung juristisch. Ne? Oder um den Gegenpol zu nehmen, ein Ökonom, der sich, wie ich finde, zu Unrecht Ökonom nennt, nämlich Hans-Werner Sinn, der immer ständig sagt, dass die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank eine Enteignung der Sparer wäre. Sparer und Sparerinnen, würde ich sagen, ja. Das ist natürlich auch Quatsch, ja. Natürlich verliert das Sparguthaben dann an Wert, aber es ist keine Enteignung. Das heißt, Enteignung wird in einer aufgehitzten Debatte als polarisierender Kampfbegriff benutzt. So. Hat mit der juristischen Grundlage nichts zu tun.
Die zweite Bedeutung ist tatsächlich, dass dem Enteignungsbegriff ein juristischer Sachverhalt zugrunde liegt. In Deutschland ist es das Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 3, der Staat hat das Recht, das gibt es auch in Österreich, in der Bundesverfassung, hat das Recht, Bürgerinnen und Bürger zu enteignen, ganz regulär. Das passiert auch ständig, werden irgendwelche Eigentümerinnen von Land enteignet, damit man dort Bundesstraßen bauen kann, damit man Kohle abbauen kann. Damit hat niemand der bürgerlichen Gesellschaft irgendein Problem, das findet ständig statt, ständig mit einer Enteignung statt. So, und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung, das ist eher eine historische, in der Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise in Abgrenzung zum Feudalismus gab es eine ganz starke Umwälzung der Landverhältnisse, die habe ich die soziale Enteignung genannt, darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Für uns ist jetzt wichtig, und deshalb sage ich das jetzt auch nochmal, die Springer-Kampagne, die Anti-Springer-Kampagne 68 hat sich tatsächlich auf die damals in der Berliner Verfassung tatsächlich existierenden juristischen Enteignungsbegriff bezogen. Ne? Also die haben tatsächlich Enteignung gemeint im klassischen Sinne. Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat mit Enteignung nichts zu tun. Die juristische Grundlage von Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist der Artikel 15. Das ist ein, glaube ich, Unikat in der deutschen Verfassung. Ist auch nochmal interessant, wie dieser Artikel entstanden ist. Der bedeutet Vergesellschaftung. Ja? Und ihr könnt alle Verfassungsrechtlerinnen und alle Verfassungsrechtler fragen, Vergesellschaftung hat nichts mit Enteignung zu tun. Ne? Also das nur nochmal, das muss ich einfach nur vorausschicken, weil es im Diskurs immer wieder nicht gemacht, getroffen wird, diese Unterscheidung. Nur ganz kurz noch, ein weiterer Unterschied zwischen dieser Anti-Springer-Kampagne ist, dass die Anti-Springer-Kampagne hat sich gegen das Meinungsmonopol gewendet. Ja? Und es war natürlich massiv, ne, wie Karen das auch schon gesagt hat, ja, die haben richtig gehend gehetzt, man kann sagen, geistige Brandstifter dieser ganzen, ne, Benno ohne Sorge ist erschossen worden, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, und dann hat die BZ Springerblatt beschrieben, wer, weiß ich was, Gewalt sieht, muss mit Häme rechnen oder sowas. Ne? Also es war richtig massiv. Deutsche Wohnen und Co. enteignen wendet sich gegen die Nutzung von Mieten als Mittel, um Rendite zu steigern. Da geht es gegen Profitmaximierung. Das ist also auch nochmal ein Unterschied, der Gegenstand der Kritik und des Angriffs. Ne? Dennoch würde ich sagen, was die beiden vereint und wo wir uns dann vielleicht widersprechen würden, finde ich, der Zugang zu Information, zu qualifizierter Information, muss öffentlich und staatsfern und privatfern organisiert sein. Und auch der Zugang zu Wohnungen ist so ein wichtiges Grundgut, braucht jede Person zum Leben und zum Überleben, kann nicht als Mittel dienen, um damit Rendite zu erwirtschaften. Also was ich damit sagen will, das Gleiche, das Ähnliche ist sozusagen, dass die zur Verfügungstellung von Informationen für eine Demokratie und die zur Verfügungstellung von Wohnen eminent wichtig sind, die können nicht eine Privatangelegenheit sein oder zu einer als Privatsache behandelt werden. Und da wäre sozusagen jetzt mein Widerspruch. Ich habe in meiner Einleitung ein bisschen darauf verwiesen, dass es auch einen Zusammenhang zwischen privaten Datenkonzernen gibt und einem schlechten privaten Journalismus. Welche Verbindungen gibt es denn da? Was siehst du da, Leonhard? Ja, also ich glaube, was auch inzwischen ja vermehrt untersucht wird auch, da ist man dann sich uneinig, wie schlimm es ist, ja, also dass mit Empfehlungsalgorithmen, mit Sortieralgorithmen, mit Timelines auf diesen Plattformen, also alle, die heute schon genannt wurden, Facebook, Instagram, Twitter, alle diese privaten, kommerziellen, werbefinanzierten, das trifft mich auf alle diese Plattformen zu, alle diese Plattformen haben Geschäftsmodelle, die auf algorithmische Sortierung, auf Maximierung von bestimmten Kennzahlen, Verweildauer, Klicks, Interaktion und so weiter aufbauen. Und diese Form der Aufmerksamkeitssteuerung und Generierung wirkt natürlich auf mediale Berichterstattung, auf mediale Logiken, auf journalistische Logiken zurück, die sich teilweise genau diesen algorithmischen Steuerungsmechanismen unterwerfen, andienen, Aufmerksamkeitsproduktion daran ausrichten, was Klicks erzeugt. Also der Klassiker wäre Clickbaiting. Ja, das kennt jeder, das ist eine Überschrift, zum Beispiel mit einer Frage, ja, die aufregt und am Ende ganz harmloser Artikel. Ja, aber klingt gut. Ja. Und das quasi, würde ich sagen, ja, macht Journalismus schlechter, ja, und führt auch dazu, dass eigentlich Täuschung teilweise belohnt wird. Das versucht man dann wieder irgendwie einzufangen, aber das ist natürlich ein ständiger Optimierungskampf hin und her. Ich meine, und eine Wurzel von diesen Externalitäten, würde ich sagen, ist natürlich die Profitorientierung als primäres, dominantes Motiv dieser Plattformen, ja, die
bestimmte Folgen hat. Anderes eben auch sicher, wer dann gehört wird, welche Meinungen mehr Aufmerksamkeit bekommen, diese Frage von Polarisierungstendenzen und so weiter. Ich glaube aber gleichzeitig, um auch da die Kirche im Dorf zu lassen, die klassischen Medienzyklen, klassischer News-Cycle auch in vordigitaler Zeit war ja auch nicht das Wahre. Wie gesagt, Springer wollte man schon enteignen lange vor dem Internet. Ja? Und wenn man sich anschaut, wo kommen die meisten Desinformationsartikel im Internet her, von Boulevardzeitungen, die auf Papier durch die Gegend geschippert werden. Ja? Also ich glaube, diese Plattformen verschärfen, dynamisieren, beschleunigen vielleicht zum Beispiel News-Cycling, ja? Also dieses Ausrichten an einzelnen wenigen Schweine, die durchs Dorf getrieben werden, ja? Und da springen dann alle auf und das wird vielleicht nochmal radikalisiert, beschleunigt, aber ich glaube jetzt nicht, dass das alleine quasi für Defizite und problematische Entwicklungen in der Öffentlichkeit jetzt verantwortlich gemacht werden kann. Und deshalb möchte ich vielleicht noch einen Satz auch jetzt, weil wir wollen ja auch ein bisschen uns da nicht einig sein, in Reaktion auf diesen Einwand, naja, oder auch, ich mag den Titel übrigens, kein Enteignen ist auch keine Lösung, vielleicht deshalb, weil ich habe für die Presse mal einen Artikel geschrieben, wo es darum ging, ob öffentlich-rechtliche Anbieter, das muss ich vielleicht der Transparenz halt auch noch sagen, ich bin 6 Jahre lang Mitglied jetzt gewesen im ZDF-Fernsehrat für den Bereich Internet, das steht so im Gesetz, und da habe ich 4 Vereine reinnominiert und wurde jetzt kürzlich in den Verwaltungsrat des ZDF gewählt. Und da habe ich ihm geschrieben, als Überschrift, kein Facebook ist auch keine Lösung. Und habe argumentiert, dass öffentlich-rechtliche Inhalte, trotz der Problematik dieser Algorithmen, die ich gerade beschrieben habe, dass es trotzdem ein Fehler wäre, die öffentlich-rechtlichen Inhalte auf diesen kommerziellen Plattformen, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter, von denen komplett fern zu bleiben. Und das quasi überhaupt den anderen zu überlassen. Und deshalb, ich stimme ja dem zu, dass dass Öffentlichkeit, demokratische Öffentlichkeit, man auf keinen Fall ausschließlich privaten Akteuren und vor allem privaten, profitorientierten Akteuren und Akteurinnen überlassen darf. Also ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Ich bin nur nicht sicher, und das sage ich als jemand, der 6 Jahre im Fernsehrat jetzt gesessen ist und öffentlich-rechtliche Medien aus der Nähe zum Beispiel gesehen hat, ich will aber auch nicht in einer Welt leben, wo es nur öffentlich-rechtliche Medien gibt. Das finde ich genauso schrecklich. Also das ist vielleicht nicht genauso schrecklich, aber auch schrecklich. Und das heißt, meine These wäre, dass eine demokratische Öffentlichkeit, die vielstimmig, die vielfältig ist, dann am besten funktioniert, wenn wir eine Vielfalt von unterschiedlichen Formen der Abhängigkeit haben und keine einzelne dieser Abhängigkeitsformen alle anderen dominiert. Das Problem in digitalen Plattformöffentlichkeiten ist, da haben wir derzeit keine Alternative zu privaten, profitorientierten, werbefinanzierten, globalen Tracking-Plattformen. Das ist ein Problem. Das ist eine eindeutige Dominanz einer einzigen Form von Geschäftsmodell und Abhängigkeit. Und das, und deshalb bin ich ein Freund, wenn da steht, Meta zerschlagen, count me in. Ja? Aber mit Enteignen alleine habe ich das Problem nicht gelöst, dann auch, oder Vergesellschaften, da hätte man auch draufschreiben können. Aber dann, wie schaffe ich es, dass es eben staatsfern ist, weil verstaatlichen wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja? Wir wollen auch nicht das Private haben. Dann sehe ich mich schon im Facebook-Rat sitzen, ja? Und dann stelle ich mir die Frage, wie machen wir den Facebook-Rat global? Und ich finde das eine nicht so doofe Frage, also wir kommen da vielleicht noch dazu. Wie organisiere ich Vergesellschaftung, dass es nämlich einerseits staatsfern ist, andererseits aber demokratisch eingebettet, demokratisch rückgebunden? Weil ich will auch nicht irgendwie einen Weisenrat haben, der dann immer quasi auf Dauer entscheidet, wie da die Algorithmen gebaut werden. Ja? Also das heißt, diese Frage, weil vielleicht können wir die dann nachher nochmal... Wir können doch gleich vielleicht... die Frage weiterreichen, wie kann man sowas organisieren? Also wir... boah, ich habe hier das Patentrezept. Ja, gibt es Ideen oder Gedanken, wie man... Wer die beste Idee hat, oder? Gibt es Ideen, oder? Das ist die Frage, was dann? Also, das heißt, Enteignern, Vergesellschaften, blablabla, was? Das klingt irgendwie, also... Spricht sich leicht, aber das, wie könnte das konkret aussehen? Und, das und nur als Hintergrund, wir öffnen auch dann ins Publikum irgendwann um ungefähr 7 und ihr könnt euch dann um 8 ihr könnt euch also eure Antworten auch schon überlegen, wenn ihr was beitragen wollt. Okay, ich
das Problem ist jetzt ein bisschen, dass ich jetzt nichts vorwegnehmen wollte, was ich eigentlich für morgen früh vorbereitet hatte. Aber ich kann ja versuchen, so ein bisschen kleinen Werbespoiler. Also das, was unter Vergesellschaftung zu verstehen ist, ich würde sagen, da gibt es im Hier und Jetzt und heute noch keine fertige Lösung. Das ist Ergebnis eines gesellschaftlichen Prozesses. Und gesellschaftliche Prozesse von Veränderung haben so einen hohen Anteil an Eigendynamik und Komplexität, dass wir die nicht gleich einer Blaupause vorauszeichnen können. Ne? Ich finde aber trotzdem, dass die Art und Weise, wie das Öffentlich-Rechtliche organisiert ist, schon mal eine ganz gute Orientierung gibt. Was ich zum Beispiel wichtig finde, ist, dass dieses Prinzip, die von einer Entscheidung betroffen sind, sollten auch die sein, die meiste Mitbestimmung haben. Das kann man graduell sozusagen dann, ne? Je weiter sozusagen die Auswirkung einer Entscheidung und je tiefreichender oder tiefer die ist, desto mehr muss diese Person dann auch entsprechend mitreden können. Das wäre sozusagen so ein Kompass, an dem man sich irgendwie als Kriterium festhalten kann. Ich finde, bei Deutsche Wohnen und Co-Enteignen ist es zum Beispiel auch geplant, Mieterinnen, Räte und diverse Gremien, die ganz nah angelegt sind, auch an die Anstalt des öffentlichen Rechts. Ganz gezielt ist diese Unternehmensform in dem Vorschlag von Deutsche Wohnen und Co-Enteignen auch so ausformuliert, dass man auch eine Anstalt des öffentlichen Rechts haben möchte und dass man sehr viel, und jetzt sage ich mal dieses, wie ich finde, schreckliche Wort, ehrenamtliches Engagement natürlich braucht. Das heißt, wenn wir die sogenannte Zivilgesellschaft einbinden in Prozesse und in Entscheidungen, die damit zu tun haben, wie wollen wir leben, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir informieren, dann muss damit einhergehen eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Ja? Das geht nicht. Also wir kennen das aus Unternehmen, dass Betriebsräte, auch wieder das Wort Räte, freigestellt werden von ihrem Job, dem eigentlichen Job im Unternehmen. Eine halbe Stelle ist sehr unterschiedlich, Betriebsratsvorsitzende oft eine ganze Stelle. Und das müsste man sozusagen skalieren auf die ganze Gesellschaft. Ja? Ich werde immer als Utopistin beschimpft. Ich finde es gar nicht so schlimm, Utopistin zu sein. Ich finde es irgendwie ganz gut, wenn man mal über etwas hinausdenkt, was wir für unvorstellbar halten. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt. Ja? Und deshalb gibt es noch nicht das fertige Konzept. Ja? Und ich denke, dass bei den Rundfunkräten wahrscheinlich auch das Problem ist, das weiß ich jetzt nicht genau, dass da ein bestimmter Proporz auch an Menschen, Alter, Gender und so weiter sitzt, weil sich wenig Leute finden, die Zeit haben, da noch so viel zu investieren an Zeit. Leonard, das kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären. Ne? Insofern glaube ich, muss man die zur Verfügungstellung von vergesellschaften Unternehmen, die nach den Kriterien, wie ich es verstehe, nicht mehr dem Prinzip der Profitmaximierung dienen und die nicht mehr das Konkurrenzprinzip als Handlungsstruktur zugrunde liegen haben, dazu sage ich dann eben, wie gesagt, morgen nochmal was, ne? Muss man natürlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten und dafür müssen Kapazitäten freigestellt werden von den Menschen und nicht von Leuten, die beim Staat arbeiten und auch nicht von Leuten, die irgendwie privatkapitalistische Interessen haben. So allgemein erstmal. Ne? Und selbst wenn man dann als letzten Punkt noch wie Deutsche Wohnen und Co. enteignet, diese Immobilienkonzerne so organisiert in Anlehnung Anstalt des öffentlichen Rechts mit Mieterinnenbeiräte, werden wir immer noch Probleme haben. Ja? Es geht nicht darum, die perfekte Lösung zu finden, es geht darum, eine neuartige Form von Problemen zu generieren, die sozusagen uns mit anderen Aufgabenstellungen beschäftigt, als die immer gleichen, die wir die letzten 500 Jahre lösen mussten. Ja, die Menschheit stellt sich ja immer vor Probleme, die sie dann versucht zu lösen. Ich will nur darauf hinweisen, im Publikum sitzt Heiko Hilker, den ich in Deutschland als den Experten für die Beteiligung an Rundfunkräten in all seiner positiven und negativen Ausprägung bezeichnen würde. Ihr könnt ihn gerne mal ansprechen, er wird, glaube ich, die ganze Konferenz da sein und teilt seine positiven und negativen Erfahrungen sicherlich gerne mit euch. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Medieneigentumsverhältnisse gesprochen. Nafisa, du bist beim Media Ownership Monitor, du hast auch so ein bisschen die Perspektive des globalen Südens reingebracht. Seht ihr denn in eurer Arbeit auch Beispiele für gelungene Medieneigentumsverhältnisse und was bedeutet gelungen eigentlich überhaupt? Ja. Danke für die Frage. We don't really operate with successful ownerships
or failed ownerships or those kind of concepts do not really exist in our study. But what we work with, I think I'm probably one of the most boring people here because we don't really imagine, we don't have an imagination. Like, how would we want things to be? We actually go in and we try to figure out, how do things work here? Where do I get information? And I have to say, it can be sometimes rather difficult to understand in a given society how to get information, how the society is organized. Like, do they have a registrar of companies? Where do you go for it? Which ministry is it attached to? Etc. etc. So every society is organized in a certain way, and then we try to really adapt to that conceptual structure, let's say. And we don't really spend much time in what ifs, which I think is wonderful, but it's unfortunately privilege that I don't have, and I hope these days will help me practice a little bit more of that, listening to you as well. Although I have to say there are certain patterns that I have observed over the years in ownership structures. So most of the media companies that I have researched in, we have a database of 21 countries. Most of media outlets that would be considered important nationwide. And that's, I have to say, is one of the most important factors. We look at news media which have national influence. So they would be at the top 10 in print, online, radio, and TV. And in those sectors, you would have really family ownership, probably number one. In some of the more larger economies, markets like India, you would have also these companies partly publicized, well, going public, selling some of their, maybe 25 to 30% of their stock being available in the stock markets. There you go. Public ownership is also, of course, something that is that we research and come across with in many countries. And I have to say, public ownership is not free of political and business influences. It is rather difficult to get information sometimes about how public broadcasters are managed. And that, of course, has a lot to say about how the society and the government in general is accountable to its public. We have also noticed, mostly in the European, like Balkan countries, in Ukraine as well, some media outlets that would be superbly successful for me, in according to my criteria, producing really good quality journalism, and would be owned by journalists. And these would, however, not be read by people. A very small readership. And I don't know if that would be considered successful. I mean, if it doesn't have access to the broader public. When we think about media ownership and why it is important, we think about the importance of it, especially every 5 years or every 4 years when there's elections. And if you have media companies that choose to have subscription fees and produce quality journalism, it's a fantastic way to survive for a company, but that creates a certain barrier for the public to access that information. You would have then a certain elite reading qualitative good news and analysis. But when it comes to elections, few don't really matter much. It's the
majority that matters. And therefore, we in our studies try to focus on niche media outlets, but also primarily on media outlets that reach the majority of the population. And of course, state-owned media is another form of ownership that we look into, and that one, of course, would for us mean a particular, would come with a particular risk, because if a media outlet is state-owned in whatever form, there's already way too much proximity, because the governments change, leaders change, and they can change laws, they can, even with the United States media agency, USAGM, Trump has tried to interfere with the organization, which has a super well-protected oversight board and insulated editorial newsroom, which was all dismantled during the Trump era. So it's possible for the governments to change things. That's why proximity to government is seen as a risk. I have to say I really don't know if there's any successful media ownership. I haven't seen any. I would say cooperatives are brilliant, but as I said, they have a very limited reach. Public Service Broadcasters are great as well, but ja, dann gehen wir die Frage vielleicht weiter, Leonard. Wir haben auf der anderen Seite, wenn ich es richtig ausgehört habe, und ich sehe das ähnlich, als Journalistin würde ich auch sagen, ich habe wenig Interesse an nur staatlichen Medien, wo eine Regierung quasi Einfluss darauf hat, auf unsere Berichterstattung. In einer gewissen Form sehen wir, ich sage in Ungarn, was dann rauskommt, wo einfach die Regierung Orban massiven Einfluss auf die Medienstruktur im Land hat und davon auch bei den Wahlen sehr profitiert, wie man jetzt wieder gesehen hat. Auf der anderen Seite kennen wir auch in Österreich das Phänomen des Medienzampanos, der die Politik vor sich hertreibt. Aber gibt es auch irgendwie was, damit das nicht so traurig endet heute? Nee, traurig, ich bin kein Kind von Traurigkeit, trotz 6 Jahre Fernsehen immer noch nicht frustriert. Aber ich möchte mit einem Punkt sehr gefallen, den es auch gemacht hat, mit dem, dass wir uns schon noch aussuchen, welche Probleme wollen wir haben. Ja? Und dass, wenn klar ist, dass wir kein System haben, das problemlos ist, ich bin nicht sicher, ob ich dann sämtlichen Probleme der einen Art und sämtliche Probleme der anderen Art tauschen will, sondern eher so für Checks and Balances von Problemen, das ist nur das Erste. Das Zweite, das bedeutet aber trotzdem, wir brauchen Alternativen und Ausweichrouten zu diesem derzeit alleinigen Modell der werbefinanzierten Tracking-Plattformen im privaten Eigentum. Ja, das ist, ich glaube, da brauchen wir Alternativen, da brauchen wir Ausweichrouten dazu. Da war jetzt auch die Musk-Übernahme von Twitter ein guter Anlass, um das nochmal wirklich in die Debatte auch reinzudrücken. Da habe ich mich auch sehr darum bemüht. Und ich möchte schon sagen, wenn man jetzt wiederum öffentlich-rechtliche Medien sich in unterschiedlichen Ländern anschaut, und da glaube ich, unterscheiden wir sich, ich habe es extrem gern so konkret wie möglich. Ja? Und da sieht man halt, dass die Bandbreite enorm ist. Ja? In Österreich wechselt die Mehrheit, und zwar die Mehrheit, die den Generaldirektor im ORF, im österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wählt, wechselt mit der Regierungsmehrheit im Parlament. Ja, das heißt, wenn die Regierungsmehrheit im Parlament wechselt, wechselt die Mehrheit im Stiftungsrat, der mit einfacher Mehrheit der Generaldirektor wird. Also Staatsfern schaut anders aus. Da ist wirklich die Grenze zum Staatsfunk fast schon überschritten. Im Fernsehrat sitzen 60 Leute, da hat es jetzt gerade einen Regierungswechsel gegeben in Berlin. Ja, genau eine einzige Person wird sich ändern. Eine von den 60. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie die Mehrheit, weil diese kippen, nur wenn eine neue Regierung da ist, ist einfach nicht vorhanden. Dazu kommt die ARD, die dezentraler aufgestellt ist nochmal, das heißt in den einzelnen Landesanstalten regieren dann zwar schon stark die jeweiligen regionalen Landesparteien mit rein, hallo Bayern, aber in der Gesamtheit ja, ist das auch wieder
etwas, was das vielleicht langsamer macht, aber was so eine gewisse Robustheit hat gegen ein Durchregieren. Ja, also das ist jetzt, man muss echt sagen, das Deutsche, und wenn ich auch an die BBC denke, die eben als vielleicht in das Beispiel vorgehalten wird, dann sieht man gerade, wie genug Skrupellosigkeit bei führenden Politikern, à la Boris Johnson vorausgesetzt, wie schnell es da vorbei ist mit der Unabhängigkeit von Council. Da sind die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien auch durch ihre Regionalität schon erstaunlich robust eigentlich eingestellt gegen ein Durchregieren von politischer Seite. Ja, also die Staatsferne macht mir als Aufsichtsorgan teilweise weniger Sorgen wie die Sendernähe. Also dass diese Aufsichtsorgane zu wenig kritisch auf ihre Sender schauen, die sie eigentlich beaufsichtigen sollen und damit auch ihren demokratischen Aufsichtsauftrag nicht genug erfüllen. Ja, also das nur am Rande. Aber um jetzt quasi konkret zu machen, wie lösen wir auch diese Probleme? Wie könnte das besser aussehen? Nämlich egal, ob man jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, wie ich mir das wünschen würde, stärker Social macht, ja, nicht ein neues Twitter aus dem Nichts schaffen, aber jetzt sind heute schon Millionen Leute, die sich jeden Tag in öffentlich-rechtlichen Mediatheken in Deutschland einloggen, die dort ein Nutzerprofil haben, die dort Inhalte konsumieren, die eigentlich gerne über diese Inhalte reden würden, nur man erlaubt sie nämlich nicht. Ja, weil es gibt keine Möglichkeit zu kommentieren. Das heißt, ich muss dann teilweise die Sendung auf YouTube suchen und dort kann ich dann drunter kommentieren, weil in der öffentlich-rechtlichen Mediathek kann ich es nicht. Das ist ja völlig anachronistisch. Und ich glaube, das wird sich auch nicht halten, das wird sich ändern. Und da sind wir gar nicht so weit weg, ja, von einer Ausweichroute, zumindest für bestimmte Bereiche. Aber wie schaffen wir es, dass diese Ausweichrouten, diese Alternativen wirklich einer anderen Logik folgen, eben nicht einer primär profitorientierten? Und ich habe drei Punkte. Das eine ist, hat schon zu tun mit dieser Aufsicht. Wie machen wir diese Rundfunk- und Fernsehräte robust staatsfern, auch in Ländern wie Österreich? Also, und da glaube ich, ein wichtiges Moment, eine Idee wäre schon hier, stärker auf aleatorische Demokratie zu setzen. Also stärker auf zumindest Teile dieser Aufsicht per Losverfahren zu bestimmen, wie wir es auch von Schöffen und Geschworenen im Justizbereich kennen. Das ist nämlich einerseits demokratisch rückgebunden, aber andererseits fern von Parteien. Die Leute, die da reinkommen, sind nicht schon ausfraktioniert. Ja? Die haben nicht eine Parteiloyalität. Ja? Das heißt nicht, dass ich das ganze Gremium aus Bürgerinnen und Bürgerräten zusammensetzen würde, aber es reicht da auf eine kritische Masse von einem Viertel bis ein Drittel, dass kein Durchregieren mehr möglich ist. Da muss man sich um diese Leute bemühen. Ja? Und gleichzeitig heißt Staatsferne für mich nicht staatsfrei. Also ich finde es auch komisch, wenn man sagt, Leute, die wirklich demokratisch legitimiert sind, die sollen überhaupt keinen Platz in solchen Gremien haben. Ich finde schon, dass die da eine Minderheitsrolle auch vertreten haben und dass sie da durchaus vorkommen sollen. Das wäre der erste Punkt, dass man aleatorische Elemente in diese Rundfunkaufsicht mit rein, in die Medienaufsicht mit reinbringt. Das zweite, das ist ein bisschen schon angekommen bei der ARD, aber ich würde da noch viel weiter gehen. Das zweite ist natürlich Dezentralität. Ja, also ich glaube, Dezentralität einerseits der Medien selbst, der Mediengovernance, aber auch technische Dezentralität. Ja. Also ich finde, nein, die Öffentlich-Rechtlichen sollen nicht die Twitter-Alternative selbst entwickeln, sondern die sollen die dezentralen sozialen Netzwerkarchitekturen, die es da draußen gibt, Fediverse, schau runter, also Mastodon und PeerTube und PixelFed und was es da alles jetzt schon an marginalen, aber funktionierenden und bereits von einer kritischen Minderheit genutzten Menge gibt, das quasi als Öffentlich-Rechtliche aufzugreifen und nicht zu dominieren, sondern zu supporten, auch als öffentlich-rechtlicher Infrastrukturprovider. Ja? Damit quasi eine dezentralen sozialen Netzwerkstruktur eine Basis verschaffen, die dann auch eine Chance hat, relevante Reichweiten zu kriegen, sodass es eben wirklich eine Ausweichroute, eine Alternative gibt. Ja, weil wenn niemand in den sozialen Netzwerken rumrennt, dann sind sie keine Alternative. Ja, die Technik allein reicht nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen haben aber sowohl das Geld als auch das Publikum. Also erstens aleatorische Demokratie in Aufsicht, zweitens dezentrale Technik und dezentrale soziale Netzwerkaktivitäten fördern. Und der dritte und letzte Punkt, der aber total dazugehört zu diesen anderen beiden ist, Dezentralität funktioniert aber wieder nur dann, wenn es auf offenen Standards, offener Software, ja, und offenen Schnittstellen basiert, die aber offen sind dann auch für andere gemeinnützige Akteure, für freie Medien, für Bürgerinnen und Bürgermedien, aber auch zum Beispiel offen sind für die wichtigste, meiner Meinung nach, nicht staatliche und nicht öffentlich-rechtliche Informationsplattform im Internet, nämlich die einzige nicht kommerzielle Seite unter den 50 bis 100 meist aufgerufenen Seiten im Internet, nämlich die Wikipedia. Ja? Und ja, ich forsche zu Wikipedia. Ich weiß, dass da 9 von 10 Artikeln von Männern geschrieben werden. Aber wie gesagt, wir kriegen andere Probleme. Ich habe nicht gesagt, dass wir in Wikipedia keine Probleme haben. Im Gegenteil, ich beschäftige mich forschenderweise sehr viel mit den Problemen dort. Aber wenn ich mir anschaue, wo finde ich halbwegs robuste Informationen zu den umstrittensten gesellschaftlichen und aktuellsten Themen, nämlich von der Corona-Pandemie über den Angriffskrieg auf die Ukraine, über auch zum Beispiel die Twitter-Übernahme von Musk, bei Wikipedia bin ich halbwegs gut dabei. Ja? Also ich
kenne kein privates Medium, das so stabil ist bei all diesen Themen. Ja? Auch im Darstellen nämlich der Konflikte, der gesellschaftlichen Konflikte zu diesen Themen. Und diese Offenheit, dass man eben als öffentlich-rechtliches Medium oder als vergesellschaftliches Medium auch mit quasi anschlussfähig ist an solche Plattformen wie Wikipedia, an freien Medien, dass man eben diese offenen Stand zum Protokolle nutzt. Ja? Also diese Dreiheit, wenn wir in die Richtung gehen würden, und sei es eben von den Öffentlich-Rechtlichen aus in die Richtung gehen, oder sei es, wir brechen da mal ein privates Netzwerk raus und wandeln das in ein vergesellschaftetes, auf offenen Standards agierendes Medium, Medienplattform um. I don't care. Ich finde nur, wir brauchen sowas. Ja, ich würde ja von Medien und auch sozialen Medien träumen, um jetzt auch zum Ende ein bisschen über das Träumen und über Utopien zu sprechen, die nicht auf einer ständigen Entsolidarisierung aller gegen aller beruhen. Also ich träume von transparenten Plattformen, bei denen wir Mitbestimmungsrechte darüber haben, was mit unseren Daten passiert. Jetzt kommt aber eine große Frage, und zwar die Machtfrage, wie so oft. Also wir sind ja in einem existierenden Mediensystem, in dem einige wenige Medienkonzerne das Sagen haben. Es ist eine sehr starke Monopolisierung zu sehen in vielen europäischen Mediensystemen. Und deshalb müssen wir die Machtfrage auch, glaube ich, ganz konkret stellen. Und da will ich eine der letzten Fragen, bevor wir dann zu einer Abschlussfrage kommen, an die Sabine Nuss stellen. Machtfrage stellen heißt zum Beispiel eben auch, die Vergesellschaftungsfrage zu stellen. Und da du die Expertin für Vergesellschaftung bist, ich glaube jetzt nicht für Medien, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sehen, zu sagen, wie würde denn eine erfolgreiche Vergesellschaftung aussehen, vielleicht mit dem Stichwort gemeinnütze Medien, die weder staatlich sind, noch in rein privater Hand. Also ich... Darf ich das nochmal korrigieren, Karim? Ich bin nicht die Expertin für Vergesellschaftung, sondern ich bin die Expertin für die Frage, was ist eigentlich Eigentum? Und bringe ich ihn doch mal ins Gespräch. Marx hat sozusagen analysiert, wie die kapitalistische Produktionsweise funktioniert auf einer sehr abstrakten allgemeinen Ebene, die wir runterbrechen können, wo wir sagen können, diese Analyse sieht nochmal in jedem Land zu jeder Zeit anders aus. Also die konkreten empirischen Erscheinungsformen der jeweiligen Kapitalismen in den jeweiligen Ländern und zur jeweiligen Zeit, das dürfen dann bitte andere machen. Ich bin erstmal nur für die Analyse der allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals zuständig. Und das kann man auch ein bisschen aufs Eigentum beziehen. Ach so, genau, und was er nicht gemacht hat, er hat gerade keine Utopie entworfen. Ja? Bei Marx findet man nirgendwo, und so geht übrigens der Sozialismus oder so funktioniert der Kommunismus. Das findet man nicht. Und er hat die Idee davon, dass man das machen könnte, auch kritisiert. Und bei der Analyse des Eigentums ist es analog dazu. Ne? Du kannst eine allgemeine Logik, wie dieses Privateigentum funktioniert, kannst du sehr gut analysieren, und du wirst aber viele, viele Unternehmen finden, die nicht eins zu eins genauso funktionieren. Nehmen wir jetzt mal NGOs, ne, zum Beispiel, ne, sind nicht profitorientiert. So, und Vergesellschaftung ist für mich genauso, ausgehend von der Analyse, woran hakt es denn eigentlich in der privateigentümlichen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die quasi deren Ordnung auf Privateigentum beruht, was sehr eng mit Profitmaximierung zusammenhängt, das werde ich morgen noch mal ein bisschen erklären. Und was müssen wir dann tun, um das aufzuheben, ja, zu überwinden? Und dann kommen wir zu so etwas wie Vergesellschaftung. Und ich finde, Leon hat wunderbar gezeigt an sehr konkreten Beispielen, in welche Richtung es gehen müsste. Aber wir können auch Beispiele in ganz anderen Bereichen entdecken, nicht nur in den Medien. Ne? Ihr kennt bestimmt alle ganz viele verschiedene Formen solidarischer Ökonomie, ne? Solidarische Landwirtschaft, selbstverwaltete Betriebe. Es gibt ganz viele Zusammenschlüsse und Unternehmungen, nenne ich sie jetzt mal, die versuchen, jenseits von Konkurrenz, jenseits von Profitmaximierung etwas, also quasi alternativ zu machen. Alle diese, zum Beispiel die ganze digitale Sphäre, was du jetzt gesagt hast, ne, aber auch Open-Source-Produktion, freie Software-Produktion, das war übrigens mein Promotionsthema, wie diese freie Software-Produktion mit der Eigentumsfrage umgegangen ist, sehr spannend, ne, ist alles verhaftet noch in den Strukturen und in den Sachzwängen der hiesigen Welt. Es gibt nicht den Tag X, wo man rausspringen kann aus allem, wie es jetzt ist, und dann hat man das Neue. Das gibt es nicht. Es gibt nur transformatorische Prozesse sozusagen. Aber bei diesen transformatorischen Prozessen braucht man immerhin wenigstens einen Kompass. Ne? Und ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, das Kriterium nicht profitmaximiert, ich würde ja immer ganz
sehr noch auf Konkurrenz, weil die Konkurrenz ist der Motor der Profitmaximierung. Das sind keine gierigen Manager, obwohl es die auch gibt, sondern es sind bestimmte Sachzwänge, die dieses Verhalten antreiben. Und wenn wir irgendwie dann noch Transparenz, also ne, wir wissen ja, dass private Unternehmen dazu tendieren, nicht transparent zu sein, Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnis und so weiter und so fort. Ja, wir haben relativ wenig Einblick in eine Marktwirtschaft über Lieferketten, was wir in Krisen, immer wieder fällt uns das in Krisen auf die Füße, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel das Gas abgestellt wird, wie müssten wir denn das kontingentieren und wer kriegt jetzt eigentlich zuerst Gas und wer braucht es eigentlich am dringendsten? Sind die Ökonomen blank, ja, und die Ökonominnen, aber da reden jetzt hauptsächlich Ökonomen drüber, ne? Weil man es nicht weiß. Sagen Sie, selbst von sich ist ein Armutszeugnis, würde ich sagen, ja, wo kommt das woher, ne? Corona hat mir das gleiche Problem, ne? Das heißt, wir können dann Kriterien benennen, nachdem wir gesellschaftliche Prozesse umorganisieren müssten. Und ich finde, du hast da schon ganz viele schöne genannt und wir haben ganz schöne viele Beispiele, aber was wir nicht machen dürfen, der Fehler, wenn die dann nicht funktionieren oder wenn es da Probleme gibt, ja, oder wenn man da zum Beispiel, ich nehme nur ein Beispiel, selbstverwaltete Betriebe ist oftmals Selbstausbeutung. Ja? Hoher Idealismus ist da der Antrieb. Ja, das könnte, oder bei Wikipedia gibt es die Probleme, die du genannt hast, gibt auch noch mehr Probleme. Bei freier Software gibt es auch viele Probleme, auch gendermäßige Probleme, Umgangston, was weiß ich, privilegierte Programmierer, männlich, globaler Norden, machen, entscheiden dann quasi über das, was programmiert und. Trotzdem wäre es falsch zu sagen, seht ihr doch, geht nicht, Privateigentum ist doch besser, ist doch jetzt der Beweis. Das wäre genau die falsche Schlussfolgerung, weil im Prozess verhaftet noch mit den alten Strukturen wird es nie die perfekte Lösung von heute auf morgen geben. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen und dann öffnen ans Publikum, will ich nur einen kurzen Ausblick auf morgen werfen. Wir haben morgen Nachmittag ein europaweites Panel mit Medienvertreterinnen aus Bulgarien, aus dem Baskenland, aus Deutschland und Österreich. Der griechische Vertreter musste leider kurzfristig absagen. Über alternative Medien zum Schwerpunkt, wie organisieren die eigentlich die Eigentumsfrage in ihrem eigenen Betrieb. Wird auf Englisch sein und bestimmt sehr, sehr spannend. Und ich möchte auch in diesem Zusammenhang die Gäste, die aus ganz Europa gekommen sind, aus Bulgarien und aus dem Baskenland, ganz herzlich begrüßen. Bevor wir ins Publikum gehen, noch eine letzte Frage. Dieser Twitter-Kauf von Elon Musk hat ja viele Menschen überrascht, geärgert, nachdenklich werden lassen und auch mal wieder diese Frage in den Raum geworfen, die wir es lange nicht mehr gestellt haben, also mit der Breite. Wie kann denn das sein, dass dem jetzt das gehört, wo wir ja alle unsere Meinungen, Gedanken und so weiter hinstellen? Haben diese 44 Milliarden Euro vielleicht auch was gut oder Dollars, weiß ich jetzt gar nicht genau, als eh wurscht, so riesig, egal ob Dollar oder Euro, beides unvorstellbar, vielleicht auch was Gutes? Glaubt ihr, dass sowas wie eine Vergesellschaftung von Medienprodukten wieder denkbar ist? Also ändert sich da was in der Einstellung? Kriegen die Leute es mit, dass Medien ein Produkt ist wie jedes andere? Oder, und als gelernte Österreicherin, ja, sehe ich das auch eher, dass wir eigentlich im Grunde einen Abwehrkampf führen, auch wenn wir jetzt ganz toll reden über solidarische Medien, die es geben muss, transparente, offene. Ich hätte, also ich glaube, oder ich würde sogar das bisschen Geld, das ich habe, darauf verwenden, wenn wir morgen die Österreicherinnen und Österreicher fragen, wollt ihr für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zahlen, dann weiß ich nicht, ob da wirklich ein Ja rauskommt. Also ist es nicht in Wirklichkeit so, dass der Bevölkerung gar nicht bewusst ist, dass wir neue Medien brauchen und andere? Oder bin ich dazu pessimistisch? Wer immer. Einer muss anfangen. Es gibt den. Oder eine. Das ist ja ein Zufall, dass ich das einzige kein Mikro habe. Also ich glaube mal, welchen Kampf wir führen, liegt schon noch stark an uns. Welchen Kampf wir nämlich führen. Also im Sinne von, ob wir einen Abwehrkampf führen oder ob wir auch offensiv quasi für andere Medien kämpfen und auch quasi in die Media zitieren und criticize the media, be the media. Ich will das jetzt nicht individualisieren, weil es natürlich darum kollektive Organisierungskämpfe geht. Ja? Aber deshalb zum Beispiel ist es mir wichtig, nur nicht nur stehen zu bleiben und zu sagen,
oh, Musk kann da einfach mit viel Geld, nämlich so quasi eines für die öffentliche Sphäre zentrale Werkzeug übernehmen und nämlich nicht nur das, sondern auch die ganzen Nutzerdaten, ja? Also dass der einfach da jetzt Zugriff hat auf alles das, was sich angesammelt hat, an unseren Social Graph, der da quasi in den Twitter-Datenbanken liegt und dass das einfach so geht, ja? Das ist es, würde ich schon sagen, Design Flow. Ja? Und auch, da reden wir gar nicht von Datenschutz oder was auch immer. Ja? Das heißt, das zu kritisieren ist wichtig, aber ich glaube, das ist eben zu wenig, ja? Weil dann führen wir wirklich nur einen Abwehrkampf. Deshalb geht es darum, konkrete Alternativen zu entwickeln. Ja? Und jeder macht dann das dann, glaube ich, auch, wo er oder sie den meisten Bezug hat. Ja? Also ich habe das genutzt, um eben für relativ konkrete Visionen für Aus- und Umbau von öffentlich-rechtlichen Alternativen zu werben oder Szenarien zu entwickeln. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass die so gar nicht so niemals so unrealistisch sind, sondern auch, um eben überhaupt den Möglichkeitsraum zu weiten, ja, um überhaupt wieder zu denken, dass Innovation, dass auch Investition, dass auch mediale Reichweite und Relevanz jenseits privater Plattformkonzerne überhaupt denkbar ist. Und ob man das dann mit einer Forderung nach einer Enteignung oder zumindest auch Zerschlagung noch befördert, ja, das glaube ich ist ex ante gar nicht so leicht zu sagen. Das hängt auch dann davon ab, ja, wie überzeugend und wie gut man solche Argumente vorbringt. Aber ich glaube, ja, wir wissen alle, was ein Overton-Window ist, ja, und wie wir quasi solche Debatten dann halt auch mit in eine Richtung drängt, indem man entweder konkrete Alternativen ins Spiel bringt oder das nicht tut. I think I just have one thought that I wanted to share, and I had a privilege once to attend a conference in Delhi, which was organized by media houses, and they were talking about news media and how to finance it, what to do about it, that it's just drowning, that it's too expensive to produce. And what I thought was rather interesting was that they were clearly great proponents of introducing paywall for news. However, thankfully, there were some other people in the panel who insisted that news are human rights and they shouldn't be behind the paywall. However, what I found rather interesting is that among these media houses, there were multi-billion corporations. So you would have entities such as Network 18, Z Media, which partly also have production companies. So there's entertainment media and general media, which would be decoupled from news media. And the entertainment business is rather profitable because from my observations in many countries where there's crises, depressions, economic, political problems, public tends to navigate towards entertainment. Movies, Bollywood, series, and that's where most of the money is going. But unfortunately, nothing much out of it goes into the news departments, usually of the same media houses. And unfortunately, I'm not an expert in this. I just have more questions than answers. So that's what I wanted to share. Kurz noch zu Musk. Also, ich habe ja gehört, dass Elon Musk damit ausschließlich humanitäre Zwecke verfolgt. Also, er möchte gerne die Meinungsfreiheit auf Twitter zurückerobern damit. Er möchte gerne, dass Trump wieder seinen Account kriegt. Ja. Er möchte gerne, dass alle alles sagen dürfen. Außerdem ist Elon Musk überhaupt nicht interessiert an Profit oder Gewinn. Das Vermögen und Reichtum ist ihm eigentlich total egal. Seine Motivation ist, die Welt zu retten. Ne? Ich gebe nur wieder, was man so liest. Ja. So. Und er lebt offensichtlich auch nicht auf großem Fuß und das ganze Vermögen, was er hat, ist ja sowieso sozusagen, nennt man immer, gebunden, ne, an
das an die Investitionen in die Tesla und so Aktien und so, er kann sowieso nicht ganz viel Geld ausgeben und er meint es eigentlich alles total gut. Ja. Es tut mir bald leid, wenn es zu weitergeht. So, wenn wir uns jetzt nochmal kurz daran zurückerinnern, oder morgen werde ich das auch ein bisschen, jetzt habe ich ja viel Werbung für morgen gemacht, ein bisschen ausführlicher machen, aber ich möchte doch noch mal den Unterschied machen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer über etwas verfügt, sondern auf die Art und Weise, wie er oder sie es tut. Gesetzt, Elon Musk macht das alles total super. Ja? Und es stimmt, dass er sagt, ja, ihr dürft dann alle reden, was ihr wollt. Ich habe neulich eine Sendung gehört, wo genau das Thema war, da hat dann die Moderatorin gefragt, ja, aber was ist, wenn er dann, es gibt ja Regulierungen, Hate Speech und so, und es gibt ja Regulierungen, es kann ja gar nicht jeder alles sagen, was er will. Und dann hat die Moderatorin gefragt, was ist, wenn Elon Musk sich da nicht dran hält? Und dann habe ich gedacht, wie, wenn er sich nicht dran hält? Also ich meine, er steht ja nicht außerhalb des Gesetzes, ja. Er würde ja genauso unter die gleichen Regulierungen fallen wie alle anderen auch. Trotzdem würde ich mal sagen, möchte ich es nicht dem Gutwill eines Privatunternehmers überlassen, ob er über die Dinge gut verfügt oder nicht. Ne? Was ist das für eine Gesellschaft, die sagt, na hoffen wir mal, dass er das zu unserem Nutzen macht. Ne? Nee, deshalb wäre ich trotzdem dagegen. Ja, und wer jetzt dagegen ist oder dafür, können wir gleich sehen. Komm mit dem Mikro. Genau, wir öffnen das Publikum. Wenn ich eine Hand sehe, komme ich, aber ich sehe nichts. Doch, doch. Wo? Oh. Es braucht eine Eisbrecher-Person. Hier, der Sebastian, da vorne. Okay, dann geht der vorbei. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich hätte mal so eine Frage. Also gerade ist es ja eher so, wenn man das in groben Schnitten quasi so zeichnet, dass quasi staatliche Medien oder halbstaatliche Medien und private quasi die Oberhand haben und man könnte sich überlegen, was man dagegen sieht. Es gibt noch diesen dritten Pol, die Zivilgesellschaft. Jetzt könnte man sagen, Staat und Zivilgesellschaft sollen zusammenarbeiten. Das habe ich so ein bisschen rausgehört, auch bei Leonhard, also eben Wikipedia und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und die Frage ist so, welche Rolle können eigentlich Privatunternehmen dann spielen? Also so auch im Hinblick auf die Machtfrage und im Hinblick auf die, also die Zukunftsvision. Sollen es da gar keine Privatunternehmen mehr geben? Müssen es besonders kleine sein? Wie kann man das schaffen, dass die kleinen bleiben? Also so ein bisschen zu sagen, wenn man jetzt das Gleichgewicht weg vom Privateigentum hin zum öffentlichen und zum staatlichen Eigentum vielleicht ziehen will, welche Rolle oder wie können wir das Privateigentum da noch mitnehmen? Oder sollen wir das nicht? Ich würde vorschlagen, wir sammeln zwei, drei Fragen oder Anmerkungen, Kommentare. Wenn es denn da hinten so rein. Danke. Direkt an Elena Dorusch und diese alternativen sozialen Netzwerke quasi. Erstmal eine Idee, würde ich sagen. Aber bei mir stellt sich so die Frage, das sind ja jetzt relativ kleine Organisationen, die vielleicht noch sozialen Anführungszeichen unternehmerisch wirksam sein können. Wenn die jetzt mehr Reichweite kriegen, wenn die jetzt größer werden, ist es dann nicht zwangsläufig so, dass Machtstrukturen entstehen, die dann wieder eher in Privateigentum reinrutschen und unsozialer werden? Vielen Dank. Noch eine letzte Frage, Anmerkung. Ja, hier vorne. Ja, also ich fand das natürlich auch ganz spannend, wie sich so die Dynamik verändert hat, als dann so die Frage im Raum stand, wie macht man es besser? Und es ging ja auch einmal so um das Thema Machtverhältnisse und ich habe dann nochmal so gedacht, wie ist es eigentlich mit der Verantwortung? Weil ich finde es spannend, dass wir natürlich alle kritisch auf diese ganzen Prozesse reagieren und uns dann fragen, wie kann man es besser machen, aber eigentlich sollte die Verantwortung doch auch die Staaten treffen, die Unternehmen, wie kann man denn diese Prozesse vielleicht erweitern, dass eben nicht nur die KritikerInnen in der Verantwortung stehen, sondern eben alle. Ja, sehr, sehr spannende Fragen. Ich schaue, wer als erstes antworten will. Ich glaube, die meisten Fragen gingen an Leonhard, deswegen.
ich fange mal hinten an. Ich muss sagen, es mit der Verantwortung natürlich mir extrem schwer, weil ich glaube, wir können halt jetzt ein bisschen mehr Academics oder Activists oder Students, aber ich glaube, was wir leisten können, ist schon einerseits zu kritisieren und andererseits auch zu konzipieren. Ja, ich glaube, die zwei Dinge, das ist das, was jetzt unsere Superkraft ist. Ja. Ich glaube, jetzt so die Verantwortung einfordern kann man dann schon, aber da wäre ich, glaube ich, schon bei Sabine, ich will mich nicht darauf verlassen müssen, dass der Alien ist. Ja. Was die Mastodon- oder die Fediverse-Geschichte betrifft, ich glaube, da ist schon wichtig zu betonen, dass das eben nicht eine Organisation ist, sondern dass es hier mit Fediverse ist eine Abkürzung für Federated Universe, ja, eben für quasi eine, vom Ansatz her, vom Konzept her, auch von der Technik her, dezentralen Ansatz. Das heißt natürlich, trotzdem gibt es in diesen dezentralen Netzwerken dann einzelne Instanzen, spricht man dann, die größer, mächtiger sind, ja, aber die werden derzeit die meisten von nicht profitorientierten Akteuren betrieben. Die größte Instanz in Deutschland, einer der größten, ist Chaos.social vom Chaos Computer Club. Die haben nicht mal einen hauptamtlichen Angestellten bei über 10.000 Mitgliedern. Ich sage jetzt, die Frage ist, wie stark das skaliert und wenn das dann nochmal größer wird, ja, ich sage, da wäre ich auch wieder für, okay, let's cross the bridge, we'll be there. Ja. Aber deshalb wäre es auch so wichtig, dass eben da auch zum Beispiel Öffentlich-Rechtlichen reingehen mit einem Fuß, die wieder eine andere Governance-Struktur haben. Aber das, was halt da klar ist, das ist von Anfang an nicht proprietär und offen aufgesetzt. Das heißt, da sind wir auch wie bei Open-Source-Software, ist nicht das gleiche wie proprietäre Software, weil eine quasi Reproprietisierung quasi des gesamten Eigentums, das da irgendwie auch entstanden ist, kollektiv, ja, einfach nicht so einfach möglich ist. Ja. Auch rechtlich, ja, das ist dann natürlich dann Marktmacht wieder eine Rolle spielt, sieht man dabei, wie sehr Google die Entwicklung von Android, das ja auch ein Open Source Unterbau hat, dominiert. It's still Capitalism, baby. Ja? Aber es macht einen Unterschied und ich habe trotzdem bin froh, dass es Open Source basierte Alternativen im Softwarebereich zu proprietären Softwarelösungen gibt. Ja? Also ich glaube, das ist eine bessere Welt, als wo das fehlt. Und das bringt mich dann zum dritten Punkt, der Rolle von Privateigentum. Ich glaube, die Frage ist, ja, also wie hält man sie klein? Wenn man, also so, ich habe das Gefühl, also ich persönlich würde mich sehr unwohl fühlen, die Forderung aufzustellen, es darf keine privaten Medien mehr geben, wo hören die auf? Ja? Also was ist jetzt mit einem YouTube-Channel, ja, den ich betreibe, darf ich das auch schon nicht mehr? Ist das schon privat? Also das fühle ich gruselig. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass das ernsthaft jemand fordert. Ja? Das heißt, ich glaube, es geht schon um private Medien. Okay. Sprechen wir nachher. Ja? Aber also ich finde, die Frage ist natürlich genau, wo das Problem ist, ist eben Machtasymmetrie, Monopolmacht, ja? Private Monopolmacht, die ist auf jeden Fall ein Problem. Ja? Und selbst in dem jetzt wirklich jetzt nicht gerade radikalsozialistischen, nicht gerade radikalsozialistischen Europäischen Union, haben wir gerade zwei Richtlinien verabschiedet, die das gar nicht so leicht mal, gar nicht so schwer zu machen. Verordnungen, du hast völlig recht, jetzt muss man da nicht Jurist da korrigieren. Es sind genau die zwei Verordnungen erlassen, also unmittelbar wirksame europäische Rechtsakte, den Digital Market Act und den Digital Service Act, die vor allem den Digital Service Act ja quasi eine Grenze machen, ab dem Zeitpunkt ergreift. Ja, also quasi sobald die groß sind, ja, sobald eine Mindestanzahl an Nutzerinnen und Nutzern betroffen ist, greifen härtere Regeln. Das hätte man bei der Datenschutzgrundverordnung auch machen sollen, ja? Weil dann hätte man nicht quasi die ganzen Leute mit dem Zeug gequält, sondern die, wo es wirklich ein Problem ist. Ja? Und ich glaube, das ist mein erster Schritt. Ja? Aber ein letzter Satz noch. Regulierung wird es trotzdem nicht lösen. Es braucht auch nicht private Alternativen. Ja? Regulierung alleine ist sicher zu schwach und zu wenig, zu langsam, da gibt es zu viel Regulatory Capture von Seiten der großen Konzerne. Nafisa oder Sabine? I think I would like to go back to some of the notions that we usually use in our studies, in our research, and we use the premise that ownership in itself is not bad. Private ownership is not bad. No ownership is per se bad. All ownerships come with certain risks, and that's what we try to measure. I don't think private ownership is that much of a problem. However, in a particularly
starved economy, private media will starve first, and that would probably push them towards political forces and allow them to be captured. And that would be the vulnerability that needs to be taken into account. For us, what is very important, and we try to measure every media outlet by transparency. It's okay to be owned by whoever, even if it's a dog, as long as you're public about it and proactive about it. It spares us time to research. I have to also say, with regards to responsibility or accountability, in comparison to the global South, Europe is doing pretty well. There's quite a lot of regulatory bodies, there's commissions that cross-check constantly threats to concentration, to monopolization, and it's not perfect, of course, but there are mechanisms that can detect problems and raise the discussions about them, which do not necessarily exist in many other countries outside of the EU. And I just forgot what I wanted to say next. And I think that's a good sign. I'll just stop here. Thanks. Das ist natürlich, ich will auch was sagen zu diesem, darf es jetzt keine privaten Medien mehr geben, das ist natürlich sehr kurz gesprungen jetzt, diese Frage. Ne? Es ist, glaube ich, überhaupt nicht diskursreif, überhaupt auch nur annähernd daran zu denken, sowas auszusprechen, wie es darf keine privaten Medien mehr geben. Ich würde in diesem transformatorischen Sinne, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, eher dahin gehen, darüber mal zu diskutieren, warum wir es alle als völlig selbstverständlich erachten, dass wir Demokratie in der politischen Sphäre wichtig finden und wollen, aber Demokratie in der Wirtschaftssphäre da nicht. Und da frage ich, es gab mal eine Weile lang Diskussionen über Wirtschaftsdemokratie, lange her. Durch die Dominanz des Privateigentums der letzten 40 Jahre ist diese Diskussion komplett verschwunden, hat auch noch mehr Gründe. Ne? Aber ich verstehe wirklich nicht, warum das als so selbstverständlich erachtet wird, dass man die Reproduktion unserer Lebensbedingungen tatsächlich zu einer Privatangelegenheit macht und dort nicht auch mal über Demokratisierung redet. Über diesen Demokratisierungsdiskurs in der Wirtschaft, den kannst du natürlich konkretisieren anhand von, dass du sagst, bestimmte Grundgüter müssen bestimmten Kriterien genügen und Profitmaximierung gehört nicht unbedingt zum allerersten. A, die Arbeitsverhältnisse müssen befriedigend sein. B, die Natur darf nicht ausgebeutet werden. C, also ihr könnt euch das jetzt noch weiter ausdenken, was alles noch gemacht werden muss. Auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene soll nicht mehr das BIP, die reine quantitative Größe eines rein quantitativen Wachstums, die quasi die Zahl sein, sondern wir brauchen alternative Kriterien. Ja? Wenn es immer heißt, Eigentum verpflichtet, die berühmte Sozialbindung des Eigentums, es muss dem Allgemeinwohl dienen, dann müssen wir darüber streiten, was ist das Allgemeinwohl? Ja? Das ist keine objektive Größe, das ist das Ergebnis gesellschaftlicher Kämpfe. Und so würde ich das beantworten. Ich würde jetzt nicht in den Diskurs gehen mit, wir dürfen keine privaten Medien mehr machen, sondern ich würde die Demokratisierung der Wirtschaft thematisieren und den Unternehmen über solche Paragraphen wie Vergesellschaftung oder aber auch über Auflagen, die es ja gibt für Unternehmen, ja, bestimmte Kriterien anlegen, wo die Unternehmen dem genügen müssen. Ja. Und das wäre sozusagen der Weg, den ich da gehen würde. Ach so, Entschuldigung, darf ich noch mal ganz kurz, das mit der Verantwortung fand ich interessant, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, ja, ich fand es interessant, dass diese Fragen natürlich jetzt hier in einem besonders kritischen Rahmen auch besprochen werden. Aber ich finde natürlich auch vielmehr, dass sich der Staat und auch dann Medienunternehmen mit dieser Frage beschäftigen sollten. Also wir sitzen dann alle hier und denken, okay, wie kann man es denn machen? Und wir überlegen dann ressourcenorientiert und wie Sie dann auch sagten, wir haben schon viele Mittel und wir diskutieren und wir machen das so Step by Step, aber eine finale Lösung, die gibt es einfach noch nicht. Es sei denn, man ist halt utopistisch drauf und so in meinem Utopismus denke ich mir, ja, wenn die mal ihre Verantwortung anerkennen würden und der öffentliche Druck und die Debatten so zunehmen würden, dann in meinem Utopismus enteignen die sich dann selbst, weil sie merken,
es muss sich was verändern, ne? Dazu, genau, ich habe schon irgendwie die Ahnung gehabt, aber ich wollte es nochmal präziser hören, damit ich da jetzt nicht ins Falsche reinquatsche. Also genau, was jetzt als Reaktion oder als Antwort auf diese, wie ich finde, sehr interessanten Einwurf, warum kümmern wir uns eigentlich nicht alle darum, warum sind vor allen Dingen auch immer diejenigen, die kritisieren, diejenigen, die gleich schon die Lösung liefern müssen. Ja? Ich meine, wenn Leute immer zu mir sagen, total einleuchtend deine Kritik, jetzt sag nur noch die Lösung, dann sage ich, wenn du meine Kritik einleuchtend findest, könntest du bitte dann auch ein bisschen was zur Lösung beitragen. Ja? Warum ist man da immer sozusagen in dieser Pflicht, wenn man kritisiert, dann auch gleich schon die Lösung zu haben? Das ist ein gemeinsames Projekt. Ja? Und die Medien senden nicht auf ein leeres Blatt Papier. Das ist was, was mir immer ein bisschen untergeht. Ne? Die Medien senden auf ein bereits vorhandenes Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein geht nicht darin auf, dass das gebildet wird von dem, was die Medien senden, ne? diese Wechselwirkung, sondern das Bewusstsein der Leute wird auch gebildet durch eine bestimmte gesellschaftliche Praxis. Ja? Wenn wir von klein auf mit bestimmten Dingen aufwachsen, die wir als selbstverständlich und als natürlich empfinden, ja, dann lesen wir natürlich das, was wir lesen, dann nehmen wir, rezipieren wir Medien natürlich von einer bestimmten Folie, mit der wir sozusagen groß geworden sind. Das ist natürlich ein Problem. Wenn wir jahrzehntelang eingebläut bekommen, durch zum Beispiel neoliberale, nur noch ein Beispiel, eine neoliberale Ideologie, eine Eigenverantwortung, jeder ist sich selbst der Nächste, streng dich nur an, dann schaffst du es auch. Wenn du es nicht geschafft hast, warst du leider nicht so gut, hast du leider versagt. Das ist sozusagen das Narrativ der letzten Jahre, was eine Begleiterscheinung war, der Durchsetzung der Dominanz des Privateigentums. Das ist irgendwie relativ stark in unsere Köpfe. Ja, vor allem, man kriegt das mit bei der jungen Generation, wo es Untersuchungen gab, warum wählen die plötzlich alle FDP? Ja, weil die FDP in den sozialen Netzwerken Werbung gemacht hat mit welche Anlageform für eure spätere Rente ist die coolste? Alles schick mit bunten Bildchen, ne, und so. Und da kriegst du sozusagen mit, dass es für diese Generation komplett selbstverständlich ist, dass sie für ihre Altersvorsorge privat vorsorgen müssen, weil die staatliche Rente ist sowieso für einen Hund. Ja? Und so, und vor dieser gebildeten Folie, vor diesem Bewusstsein werden Medien rezipiert. Und das darf man nicht vergessen. Ne? Und die andere Seite, um den Punkt noch schnell zu machen, die Journalistinnen und die Journalisten, die in den sogenannten, ich nenne es jetzt nicht Mainstream-Medien, weil diesen Begriff finde ich jetzt ein bisschen vergiftet mittlerweile, ich nenne es jetzt mal die offiziellen Medien, ne, die so eine sehr große Reichweite haben, die öffentlich-rechtlichen auch. Da arbeiten Journalistinnen und Journalisten, ich beziehe das jetzt mal auf die Ressorts Politik, Wirtschaft, Soziales, internationale Außenpolitik und so weiter, mit einem bestimmten Selbstverständnis. Sie wollen Bericht erstatten. Und ich würde allen wirklich auch nicht unterstellen wollen, dass sie Schmu machen, dass sie schlecht arbeiten, dass sie sich irgendwie beeinflussen lassen, dass es eine direkte Zensur gibt oder eine Anweisung. Kommt alles mal vor, ist aber nicht die Regel. Eine ganz starke Rolle spielt die innere Zensur. Ne? Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es gibt eine innere Schere im Kopf, was man in Redaktionskonferenzen sich traut vorzuschlagen und was schon außerhalb des Meinungskorridors ist. Ne? Das ist irgendwie eine ganz, finde ich, unterbelichtete sozusagen Geschichte, die auch Einfluss hat auf das, was tatsächlich dann Meinungsbildung am Ende macht. Das zweite ist, dass die Journalistinnen und Journalisten in aller Regel sich identifizieren mit dem, was Politik sich als Ziel setzt. Ja? Wir sind alle als Journalistinnen und Journalisten im Grunde kleine Patriotinnen. Ja? Wir sind die sozusagen die Parteigängerinnen der Macht, hat mal ein Kollege von mir gesagt. Das heißt, wie entscheiden wir sozusagen, welche Themen wir nehmen morgens in der Redaktionskonferenz? Na, die Bundespressekonferenz hat eingeladen, der Terminplan vom Bundeskanzler, ja? Und so weiter und so fort. Die Politik gibt das Tempo und die Themen vor. Ja? Die Journalistin, wir gehen dahin und wir hören uns das an. Und die Ziele, die diese Politik hat, angefangen bei Nationalstaaten, angefangen bei Wachstum, Wohlstand. Das Ziel der Politik ist, wir müssen sorgen, dass in unserem Land sozusagen die Wirtschaft wächst, damit wir Arbeitsplätze schaffen. Und die Journalistin, was machen Sie als Parteigängerin der Macht? Sie messen die Politik kritisch selbstverständlich, wie gut Sie das Ziel erreichen. Ja? Dann wird dann allenfalls noch gesagt, vermittelt jetzt dieser Politiker oder diese Politikerin kommunikativ auch wirklich gut, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen? Statt zu fragen, müssen wir wirklich alle den Gürtel enger schnallen? Ja? Oder ist es jetzt wirklich das Allerbeste, dass wir irgendwie sagen, oder anderes Beispiel, Tarifverhandlungen, Lohnerhöhung, ist es jetzt so, dass uns das Arbeitsplätze kostet? Ja? Also ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Nachrichten hört, das ist in Österreich, in jedem Nationalstaat ist es ganz genau das Gleiche, dass Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen sich immer bemühen, das Land zu nennen, um eine Distanz auszudrücken. Deutschland muss sich jetzt unabhängig machen von den Lieferungen, weiß ich nicht, jetzt war es Gas, Russland und was weiß ich. Manchmal kommt so ein kleines Wir rein. Ne? Wir als Deutsche, wir müssen jetzt aufpassen. Da merkst du dann diese kleine Identifizierung mit den Zielen der Politik,
wo die Kritik daran nur noch so verstanden wird, im Sinne von entweder die sind alle korrupt, die Politiker, die erfüllen ihre Ziele gar nicht richtig, oder dass man sozusagen das Schattenkabinett der Politik wird, ne, und dann in der Redaktion darüber diskutiert, ob das jetzt die SPD besser macht oder die CDU mit dem Arbeitsplätze schaffen. Aber dass wir hinterfragen, warum Wachstum, ist es wirklich die beste Lösung? Oder ist Arbeitsplatz für jeden angesichts, dass wir mit Technologien Arbeitsplatzersparnis enorm schon erreichen können, wirklich ein richtiges Ziel? Diese Kritikfähigkeit, die lernen wir an keiner Journalistenschule. Also ich habe sie nicht gelernt bei Springer. Ja. Das habe ich dann erst im Studium gelernt. Und das als Meinungsmonopol, ne, ist auch ein Aspekt, der meines Erachtens unterbelichtet ist. Mein Glück, ich war nie in einer Journalistenschule. Wir haben noch Zeit für 1, 2, 3 Fragen, bevor wir uns... Genau, die Hitze drückt. Ich würde sagen, wir machen noch drei eines letzte... Eines hier, eines hinten, du wirst ein bisschen laufen müssen und eines ja. hier. Du kannst zickzack gehen oder ja. zuerst... Ja, schönen Dank. Mein Name ist Lutz Rühlboth und ich komme auch aus Berlin. Und Frau Nuss, Sie haben mir in weiten Teilen aus dem Herzen gesprochen. Es gibt auch eine gewisse Parallele. Ich war auch mal bei Springer. Ich gestehe es. Das ist das Springer-Treffen heute hier, das große Springer-Treffen, ja. Wir sind U-Boote gewissermaßen. Nein, also es ist in der Tat so, ich kann das vollkommen nachvollziehen, was innere Pressefreiheit gerade angeht. Da ist es nicht so weit her bei diesem Laden. Und man unterscheidet ja tatsächlich diese Richtlinien, wo es dann heißt, also bei mir war es freie und soziale Marktwirtschaft immerhin, aber dann gleichzeitig 2001 dann auch noch ein Zusatz, also für das transatlantische Bündnis sich einzusetzen. Wie auch immer, das nur mal in Parenthese, wo ich ein bisschen anderer Meinung bin oder ein bisschen aufgeschreckt bin, ist, was so Ihr Diskursverständnis angeht. Offen gestanden, okay, Marx hat keine Vision geliefert, das haben dann andere gemacht. Okay, was daraus geworden ist, ist eine andere Frage. Die kritische Theorie will das ja eigentlich auch nicht, aber ich glaube auch, die haben wir ein Stück weit überwunden, obwohl sie viele gute Seiten hat. Trotzdem, wie Sie es gerade paraphrasiert haben, zu sagen, ich kritisiere das fundiert, und jetzt mach du mal einen Vorschlag, das finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Mich würde mal interessieren, was Ihr persönlicher Vorschlag oder Ihre Utopie wäre, Ihre persönliche Sichtweise. Und noch ein kleiner anderer Punkt, also ich fand, wie Sie gerade die deutsche oder auch eben halt deutschsprachige Medienlandschaft dargestellt haben, das wirkte wie so ein monolithischer Block, ja? Also Mainstream-Medien auf der einen Seite und dann gibt es noch die sogenannten Alternativmedien, wo überall nur radikale Spinner sich äußern. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, also die Schattierungen sind doch deutlich größer geworden, auch gerade was das Wachstumsthema angeht. Da bewegt sich Gott sei Dank was, vielleicht nicht ausreichend, aber diese... okay. Ja, kein Problem, aber wie gesagt, also diese, das, was Sie sozusagen als Schwarmbewegung da charakterisiert haben, das ist ja ein Krisenphänomen, das ganz oft auftaucht, das kann ich nachvollziehen, aber ich würde es nicht in dieser Radikalität sehen und differenzierter sehen wollen. Wie viel Zeit haben wir noch? Kann ich auch lang ausholen? Nein? Okay. Es ist eine relativ kurze und radikale Frage wahrscheinlich, aber ich muss doch kurz kontextualisieren, weil Sabine, vielen lieben Dank. Mir ist aber was hängen geblieben, zwar die Frage von, es ist nicht so wichtig, wer quasi Twitter kauft, sondern mehr, wie man dann mit Twitter umgeht. Und ich würde gerade sagen, doch, es ist sehr, sehr wichtig, wer Twitter kauft und es ist sehr, sehr wichtig, wer in diesen Gremien sitzen, weil ich würde mal sagen, die sind, auch wenn es 60 Leute sind, die sind wahrscheinlich nicht so divers, wie wir das gerne hätten, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Alternativen mehr an die Zivilgesellschaft bringen wollen. Und es ist so ein bisschen auch eine Anregung, dass wir auch über Diversity-Themen reden, auch bei Eigentumsfragen. Und dass wir uns auch in dieser Hinsicht und diesem transformativen Kampf eigentlich auch verbinden können. Ich mache noch zwei Beiträge und dann. Ja,
Mein Name ist Sergio Hiller, Kevin hat mich kurz vorgestellt, ich will jetzt nicht zu den öffentlich-rechtlichen Sendern sagen, obwohl ich da seit 25 Jahren beim Deutschen Rundfunk mittlerweile im Rundfunkrat sitze, könnte ich viele Geschichten erzählen, auch darüber, was in Redaktionen passiert, weil ich immer mal wieder ja, an Serien mehr aktuell gemacht wurde, oder die Tagesschau, oder die Tagesthemen, und da ein, zwei Tage da bin und einfach mal versuche wahrzunehmen, wie Themen entstehen und dort in die Öffentlichkeit gebracht werden. Ich möchte kurz auf diese Frage Eigentum eingehen, weil ein aus meiner Sicht wesentlicher Aspekt einer Eigentumsfrage heutzutage unterbelichtet bleibt, ist die Frage nach dem Eigentum an den Daten. Ich will erstmal einen Schritt zurückgehen und mich fragen, wozu haben Medien in der Gesellschaft zu tun, als jemand, der in der DDR geboren ist und sich 1989, 1991 für Jugendradio eingesetzt hat, gegen 64 und 300.000 Unterschriften mit vielen anderen gesammelt hat und Demonstrationen gemacht hat und das Programm wurde dann faktisch doch abgeregelt. Per Einigungsvertrag habe ich mich gefragt, wie funktioniert denn die Medienlandschaft? Und für mich sehr, sehr eigentlich war die Urteile des Bundesverfassungsgerichts und jetzt mache ich es ein bisschen knapp. Die Medien haben keine Freiheit an sich, sondern sie haben eine dienende Freiheit. Und wem sollen sie dienen? Der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung. Dann frage ich mich, wo findet Meinungs- und Willensbildung statt? Und dann kann ich natürlich sagen, ich habe bundesweit 10 spannende Zeitungen, aber Meinungs- und Willensbildung findet ja auch im Stadtbezirk statt, findet in der Stadt statt, im Landkreis, im Land und so weiter und so fort. Und wenn man uns da ansieht, welche Angebote gibt es, jetzt meine Beispiel in Sachsen-Anhalt, da gibt es zwar 2 Landeszeitungen, aber die gehören einem Konzern. Also ist ja erstmal die Frage, haben wir überhaupt noch die Vielfalt von Abhängigkeiten oder Unabhängigkeiten und inwieweit wird das Angebot dieser Meinungs- und Willensbildungsaufgabe gerecht? Und wenn ich dann Vielfalt definiere, heißt das Vielfalt nicht Vielzahl von Anbietern, sondern dass die gesellschaftlichen Probleme, die es gibt, in dem Kommunikationsraum in einer Breite und Tiefe angesprochen werden, die dem Thema angemessen sind. Und es ist dann nicht 100 Zeichen oder 1,30 im Nahe und so weiter und so fort, sondern dass gesellschaftliche Probleme entsprechend artikuliert werden. Und da ist meine These, haben wir zwar eine Vielzahl von Anbietern, auch immer noch in Deutschland, aber wir haben schon lange keine Vielfalt mehr des Medienangebots. Zumindest wenn ich diese Kommunikationsräume betrachte. Und wir haben eine weitere Tendenz aus meiner Sicht, dass wir früher ein duales System hatten, dieses duale System bestand daran aus öffentlich-rechtlich finanzierten Medien und privat finanzierten, über Werbung finanzierten Medien. Heutzutage wird Geld über Daten gemacht. Und vor diesem Hintergrund müsste ich mich ja fragen, wie schaffe ich einen Raum, der weitestgehend datensparsam ist. Also ich kann meine Daten abgeben, an wen ich will, aber ich muss genauso das Recht haben, diese Daten zurückzuholen. Und das ist für mich eine der wesentlichen Transformationsdebatten. Die Lösung kann ich jetzt nicht geben, aber ich glaube, wir müssen in einer weiteren Debatte wesentlich stärker darüber diskutieren, inwieweit werden Daten von wem für öffentliche Meinungs- und Willensbildung genutzt und brauche ich nicht einen Anbieter, der entsprechenden Standards gerecht wird, wie mit diesen Daten umgegangen wird. Und jetzt als letzten Beitrag. Ganz kurz, ich möchte die Gelegenheit nutzen und fragen, kann mir irgendjemand aus Deutschland in einer Arbeitspause erzählen, wie ihr die Gratismedien, die Print-Gratismedien verhindern konntet? Das würde mich interessieren. In Wien, wer in dieser Stadt nicht aufgewachsen ist, fällt das vielleicht nicht auf. Wir haben ja seit vielen Jahrzehnten ein Kontinuum einer sozialdemokratischen Stadtregierung. Wir haben die Wiener Linien, auch kein total privatwirtschaftliches Projekt, wie wir wissen. Aber interessant, es ist fürchterlich, dieses Mikro, interessant ist die Kombi, dass sozusagen Gratismedien dort vertrieben werden. Mich interessiert insgesamt, was hat die Stadt Wien davon, dass sie Gratismedien hostet? Was hat sozusagen die Szenerie der Werbebewirtschaftung davon, dass alles ins große Gratisblatt hineinfließt oder in die Blätter? Ja, ich hätte gerne eine kleine, wie soll man sagen, Entwicklungshilfe in Sachen Kommunikation, weil vielleicht können wir ja was lernen, wie wir zumindest in Wien diese
Gratisblätter wegkriegen. Und dann haben wir ein konkretes Beispiel, Leo, wie wir vielleicht im kleinen Raum das ein bisschen vergrößern könnten. Ja, also das wäre, vielleicht mag wer aufzeigen, ich merke mir nichts, vielleicht weiß da wer, dann würde ich mich gerne in einer Pause mit euch plaudern. Weiß das wer? Ich erzähle Ihnen gleich was über den Kölner Zeitungskrieg. Super. Okay. In der Pause geht es dann um den Kölner Zeitungskrieg. So, das heißt, wir haben auch schon eine beginnende Freundschaft geschaffen heute. Wie schön. Gehen wir vielleicht hinten nach vorne. Eine Frage war, also das mit dem Gratiszeitungen wird quasi bilateral gelöst, das kann man abhaken. Eine andere Frage war, sagen, haben wir noch eine Vielfalt des Medienangebots und wie ist es mit dem Eigentum an Daten? Sollte man nicht darüber mehr reden? Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, aber wir fragen es trotzdem. Genau, das ist jetzt so langsam die Schlussrunde, also packt alles rein, was ihr noch sagen wollt. In der Kürze. Ja, die Daten habe ich ja kurz erwähnt, wie es darum ging, dass Twitter einfach auch mitsamt den Daten übernommen wurde oder wird. Ich finde die Daten auch einen spannenden Punkt. Es gibt ja auch die Diskussion, die mich auch ein bisschen jenseits Enteignung stehen, sondern die Frage ist, ist nicht viel wichtiger, ihnen die Datenhoheit wegzunehmen? Ja, und da gibt es auch diesen Ansatz quasi Datencommons als Lösung für Netzwerkeffektprobleme. Ja, weil das Problem ist ja, ganz viele dieser Plattformen sind deshalb so stark und haben deshalb so wenig Konkurrenz zu fürchten, weil sie diese Daten monopolisieren. Und wenn es möglich wäre, quasi dass andere Zugriff haben auf diese Daten, aber das Wettbewerbsproblem, das Sabine angesprochen hat, kriege ich damit ja nur so gelöst. Ja. Aber sozusagen, insofern glaube ich, die Daten. Haltung, Zugang zu Daten stärker auch zu politisieren, zu thematisieren, gerade bei marktbeherrschenden großen Plattformen, halte ich für total wichtig. Ich würde an einem Punkt vorsichtig widersprechen, nämlich das, was dieses meine Daten zurückbekommen. Das geht mir schon viel zu stark in Richtung Dateneigentum und das lehne ich in jeder Hinsicht komplett ab. Ich glaube auch, dass das falsch gedacht ist. Wenn ich auf Facebook mich bewege, dann entstehen da ständig Daten. Mit jedem Klick entstehen Daten, aber das sind nicht meine Daten. Die Daten entstehen in der Relation zwischen mir, anderen und der Plattform. Und nur in diesem Dreieck entstehen überhaupt diese Daten, die gehören nicht mir. Also ich kann die auch nicht rausnehmen. Ja? Diese Daten sind essentieller Funktionsbestandteil auch dieser Medienplattformen. Ja? Und deshalb ist es wichtig, quasi sich zu überlegen, wer hat Kontrolle darüber. Und deshalb umgekehrt, aber man kann daraus auch ein progressives Argument machen. Gerade weil quasi aber auch die Daten nicht der Plattform gehören. Ja? Sondern eben in der Relation und in der Interaktion entstehen, ist es okay, ihre Hoheit darüber zu regulieren, einzuschränken. Ja? Also das wäre mein Ansatzpunkt, was dieses Datenthema betrifft. Und ich mag den Begriff der dienenden Freiheit, den muss ich nur merken. Gut, kurz nochmal wegen der... Es ist egal, wer die Trägerin oder der Träger ist. Da ging es mir eigentlich, das möchte ich präzisieren, da ging es mir eigentlich nicht so sehr jetzt um die konkrete Person, sondern da ging es mir darum, es ist nicht automatisch der Staat oder ein öffentliches Gremium oder wie auch immer besser als privat. Ne? Was wichtig ist, wird etwas mit dem Ziel der Maximierung meines Profits zur Verfügung gestellt, was dann entsprechende negative Auswirkungen hat auf ganz viele verschiedene Dinge, oder wird es öffentlich gemacht? So, und das, so meinte ich das. Kommt mehr auf den Zweck an, als auf die Trägerinstitution oder Einrichtung. Und präzisieren möchte ich auch diesen Einwand, dass ich das ein bisschen als monolithischen Blick Dings da formuliert habe, mit diesem, dass wir alle als Journalistinnen und Journalisten in bestimmten Medien, die aber, wie ich finde, ein Meinungsmonopol darstellen, so ein bisschen die Ziele der Politik verinnerlichen und sie daran messen. Das trifft natürlich nicht auf alle Medien gleichermaßen zu und es trifft auch nicht auf alle Ressorts zu. Wir dürfen im Feuilleton oder auf Arte oder manchmal auch bei Deutschlandfunk Kultur dürfen wir ganz verrückte Sachen machen. Ja? Da dürfen wir Utopien entwerfen, da dürfen wir über die hiesigen Ziele und Zwecke dieser Gesellschaft wachsen, da darf man Nationalismus kritisieren, da darf man alles. Das ist so die Spielwiese, da wo es folgenlos ist. Ne? Aber die wirklich harte, die harten Ressorts, Wirtschaft vor allen Dingen, guckt euch nur mal regelmäßig Wirtschaft vor 8 an, früher Börse vor 8. Das ist ein Paradebeispiel. Wobei ich überrascht war, neulich hat tatsächlich einer meiner Lieblingsmoderatoren dort
der immer sagt, wir müssen jetzt endlich alle in Aktien anlegen. Für unsere Altersvorsorge, das finde ich immer so süß. Das ist ganz wichtig. Wir hatten natürlich tatsächlich neulich Postwachstum als Begriff in Wirtschaft vor acht genannt. Dann dachte ich, huch, was ist denn jetzt los? Aber er hat sofort wieder weggewischt. Die Experten und die Top-Ökonomen sagen uns, dass wir wachsen müssen und dann ging es wieder weiter im üblichen Gedöns. Ne? Also ich wollte das nicht so als monolithischen Block zeichnen, aber es ist natürlich schon eine Grundlinie, die sich da durchzieht. Die sich zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, wo man das ja deutlich gemerkt hat, ist damals Griechenland, Syriza, erinnern sich vielleicht noch einige, 2015, die Bild-Zeitung, verkauft doch eure Insel, ihr pleite Griechen, ja? Wo so ein rassistischer Diskurs war, die faulen Griechen. Das war ein klassisches Beispiel, wo sich Journalisten eins gemacht haben mit den Zielen des Nationalstaats Deutschland sozusagen, der eben nicht mit in die Finanzkrise reingeritten worden ist. Und das kann man an ganz vielen Stellen finden. So, die persönliche Utopie in zwei Sätzen. Nee, du hast gesagt ein Satz, ne? Zwei ist auch okay. Das geht. Schaffen wir noch. Also, es ist wahnsinnig schwer, eine Utopie auszuformulieren im Detail und es ist vor allen Dingen wahnsinnig schwer, das in aller Kürze zu machen, ne? Das geht nicht. Ich könnte jetzt sagen, lest mein Buch. Da habe ich es zumindest skizziert, aber auch nicht en Detail ausformuliert. Natürlich muss es gehen. Wenn ich sage, ich finde die Art und Weise, wie wir uns hierzulande auf der Basis des Privateigentums als isolierte Individuen vergesellschaften, extrem entfremdet und das muss man überwinden, dann bedeutet es, dass wir sozusagen die komplette Vergesellschaftung, ich mache es jetzt mal in a nutshell, ganz platt, so vollziehen, wie zum Beispiel die freie Software hergestellt worden ist. Ja, und die freie Software ist hergestellt worden mit all ihren Mängeln, mit denen sie behaftet ist, ja, mit allen Strukturproblemen, die diese Gesellschaft hat. Ne? Keine Diversity, keine hier irgendwie diese ganze Kommunikationskultur war rotten und ist es immer noch, ne? Und bestimmte Dinge haben sich durchgesetzt, bestimmte nicht, wegen der zugrunde liegenden Matsche drin, alles noch scheiße. Aber was gemacht worden ist, ist eine unglaubliche Motivation entstanden, eine intrinsische Motivation, die nicht geldmotiviert war, ja? Also die nicht sozusagen durch Gratifikation über, ich kann darüber reich werden oder sowas entstanden ist. Und das habe ich, wie gesagt, in meiner Dissertation gemacht. Das wäre für mich ein Role Model, wie man gesamtgesellschaftlich miteinander kooperativ statt konkurrierend ins Verhältnis treten sollte. Und zwar auch international. Ne? Also Weltmarktkonkurrenz, extrem spannungsgeladenes, feindliches Verhältnis. Muss ich nichts dazu sagen. Und das als Utopie auszuformulieren, als einzelne Person, die ich hier sitze, ist, finde ich auch ein bisschen gefährlich, von wegen Avantgarde und ihr kommt dann alle nach, ist aber auch unmöglich. Okay. Magst du noch sagen? Ja. Well, I don't know what to say. No, I have to say something. I think what I would like to also mention is when so my work is primarily tracing the ownership and figuring out who owns the media and what ownership actually means in practical terms with the media. And it's a relatively easy question when it comes to broadcast media or radio stations, because you have a license which is owned by a legal entity which is registered in a certain public institution. But when it comes to online media, which seem to be more and more relevant and important, it becomes rather tricky, because online media is not well regulated, and we're not proponents of regulating online media either. But that means sometimes you have quite popular online news media which you wouldn't know the owners behind. And that can be a very tricky issue for the society, where owners would be just disguised, either set up series of companies which would make it impossible to determine who the owners are, or they would be just comfortably sitting behind and waiting until ownership is actually becomes public. So
In that, I think, respect, it's very important that there is public discussions, journalists. It's rather interesting to actually, I wonder sometimes, how can journalists work for a media company and not really know who owns it? It's mind-boggling, but it does happen. It happened in Ukraine with one of the pretty popular media outlets. I mean, it's a corporate media that has online radio, TV, and everything. And I kept on receiving responses to our requests for information, where they would say, "We have no idea who owns us." And these are the situations where you think, well, this is a huge problem. This was clearly a media outlet that had links to Kremlin and was most likely owned by Russia. Yeah, so we deal with sometimes corporate public registrars, which would have as owners listed people who have been dead for 6 years. And that all goes back to regulation, because usually in a lot of countries you would have a certain set of rules. If you have a company, you have to update every time there's a change in directorship, ownership, shares, etc. However, what I noticed in Sri Lanka and India, for example, you would see the posts on the stamps and how much they paid for that stamp. And that would be the fee to fill out the form, and that would be several hundred rupees, which is a couple of euros. And not complying with these rules would cost equally several euros. And that means a lot of media companies would just pay the fee of non-compliance rather than complying. And a simple regulation that would just make the measures more punitive could resolve basically the situation with dead media owners, at least. Yeah, so what I want to say is tracing media ownership in real life in different societies can be rather exciting, interesting, but also troublesome and difficult. And although in many societies people know who owns most of the TV stations, it's something that you can't really hide. If people don't have evidence, there's rumors, and usually those rumors tend to be right. But when it comes to print, radio, online, where there's not as much attention to such media, you have quite often interesting surprises. Thank you for your attention. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen für Ihr Interesse und auch dafür, dass Sie an diesem wahnsinnig schönen Tag hierher gekommen sind und sämtlichen Versuchungen und Gastgärten am Weg hierher widerstanden haben, weil das Thema Sie interessiert und weil es ein wichtiges Thema ist. Ich freue mich als Journalistin sehr darüber, dass so viele Menschen über einen Job diskutieren und sich die Frage stellen, wie kann Journalismus so gestaltet sein, wie können Medien so gestaltet sein, dass sie nicht nur einigen sehr viel Geld bringen, sondern auch der Gesellschaft etwas an Mehrwert bringen. Es war vorher von Utopien die Rede, ich habe jetzt keine große Utopie. Ich kann nur sagen, ich als Journalistin wünsche mir Leserinnen und Leser, die kritisch sind, die nachfragen, die lesen. Das ist auch schon mal was nicht so oft passieren kann. Und ja, wir machen nicht alles richtig, auch ich nicht, aber ich merke einfach, und ich glaube, Sie merken es auch, wie wichtig es einfach ist, dass Menschen gut informiert werden, und dafür brauchen wir gute Medien. Ja, auch von mir nochmal ein Dankeschön für die hohe Partizipation heute. Ich war ja heute in der Rolle des Moderators und hätte ganz gerne viele Sachen kommentiert.
Stichwort Utopien. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Utopien zu haben. Wir werden auch jetzt an diesem Wochenende darüber reden und diskutieren. Ich glaube aber, dass die Details der Utopien sich dann aus den konkreten Kämpfen und Bedingungen ergeben werden, um ein demokratisches, nicht monopolistisches Mediensystem in einer auch demokratischen und nicht profitorientierten Gesellschaft. Und da Stichwort Verantwortung. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir hier Verantwortung übernehmen, dass wir uns organisieren. Das Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft ist ein Ort der Organisierung, um dann auch in gewissen gesellschaftlichen Sphären Gegenmacht aufzubauen und unsere Vorstellungen von dem, wie wir leben wollen, wie wir in der Forschung arbeiten wollen, umzusetzen. Ich glaube, das vor uns liegende Wochenende, der morgige Freitag und dann der Samstag bieten wirklich ganz, ganz viel Raum und Gelegenheit, um all diese Fragen zu diskutieren. Und ich möchte mich aber jetzt in diesem Moment dafür bedanken, dass diese vier Referentinnen und Moderatorinnen zu uns gekommen sind, aus Brüssel, aus Berlin und aus Wien. Das ist keine Selbstverständlichkeit für uns als Netzwerk. Es hat uns sehr, sehr gefreut und deshalb gibt es als kleines Dankeschön einen grünen Veltliner. Also die Wienerinnen werden das schon kennen. Ein bisschen. Also, er ist noch nicht gekühlt, aber wir gehen gleich wohin, dann bekommt er bestimmt einen gekühlten Veltliner. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich muss hier ein bisschen die Hofer. Vielen Dank, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Noch zwei Hinweise. Es gibt noch sehr viel Catering. Also nehmt euch das jetzt und esst es, weil sonst müssen wir es wegwerfen. Und wer Lust hat und noch Energie hat, wir haben ein paar Tische in der Luftburg reserviert. Es ist 5 Minuten von hier zu Fuß. Wir gehen wahrscheinlich in kleinen Grüppchen, kommt einfach. Ich warne euch aber, betrinkt euch heute Abend noch nicht zu sehr. Wir haben noch wirklich 2 volle Tage vor uns. Und am Samstagabend findet die Netzwerkparty statt. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch noch viel Energie. Also keep it low, aber habt viel Spaß und ich freue mich auf euch die nächsten 2 Tage. Schönen Abend. Oh, yeah.